Nein. Nix mehr. Ich weiß ja auch, warum ich mir eine neue Maus holen wollte. Das Mausrad ist nämlich im Arsch. Hallo? 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 Wo sind denn alle? Die sind mir gefolgt. Wer? Alle. Was ist das für ein gelbes Auto? Was ist ein gelbes Auto? Stimmt, gelbe Ferrari. Weiß nicht. Da steht drauf, fuck my life, I love my dick. Fuck my life, I love my dick. Ja. Steht da drauf? Mhm. Auf dem Nummernschild. Das ist von Brian Hoffmann. Wer ist denn Brian Hoffmann? Weiß nicht, hat gerade die Steffi gesagt. Nicht von dem Alan Bogeln? Nein, den hab ich schon gefunden. Ich suche jetzt den Herr Harry Nipples. Wo bist du? In Klamottenladen. Ohne mich? Binko. Ich brauch einen Mantel. Warum? Du hast mich zum König ernannt. Ich hab schon Krone. Ich komme da hin. Okay, neben Polizeirevier, undercover. Warum am Polizeirevier? Weil wir haben da den Harry Nipples gesucht am Pennerpark. Hast du Mina schon gesehen? Ja, die steht neben mir. Okay. Ich komme da holen. Okay. Okay. Gut. See ya, time is money, friend. Ja. Arbeiten. Klick, klick, klick. Ja, man soll doch klicken hören, das ist nicht geil. Was macht der? Wir kleiden den König ein. Nee, ich find's nicht. Ist das Paxton? Was? Paxton? Crazy. Waikiki. Wer ist crazy? Was? Was? Das ist Jax. Nein, der Porno. Jackson Vega, das ist JFK. Oh. Also. Die Fenster steht mir die Krone. Warum haben diese Dinger auf dem Kopf? Weil ich bin der König, hast du doch gesagt. Ja, aber das ist keine Krone. Na klar, es ist eine Krone. Mm-mm. Was, dann besorgt mir Krone. Junge, ich wurde zum Schön, König. Schön, dass du mir Hand sagst, Milder, ne? Schön, dass du mir Hand sagst. Fick dich und deine ganze Sippschaft. Fick dich und deine ganze Sippschaft. Nein, der soll mich nicht ficken. Ich will es nicht. Ekliger. Dein Schnauze. Bist du nervös, Steffi? Okay. Ich kaufe mir auch neue Sachen. Nein, leg du auf. Sind die verfickten Mäntli in dem Laden. Oh, oh, oh. Kacke. Ich kauf Tanktop. Tanktop? Ja. Red Konig.
Oh yeah, Bitch, jetzt geht's los. Was geht? Was geht? Was Hallo. Gut? Curtis. Was denn? Was gut? Ja. Bei dir? Ja, Sigi. Ich brauche ein neues Oberteil, ich weiß aber nicht was. Küss die Krone von König. Ja, ihr werdet keine Krone geküsst. Klar, sonst küsst den Boden. Die Mädchen da hinten auch nicht. Die Mädchen da hinten kennen auch keine Harry Nichols. Keiner kennt den. Oh oh, aber die waren auch nicht freundlich. Was nicht dumm. Er ist bestimmt auf dem Erdbefeld. Oh, natürlich, jeder ist auf dem Erdbefeld. Toll. Ich nehme das, glaube ich, oder? Boah. Was ist in meiner Tasche? Boah. Mach die Klappe. Warum? Sagst du mir nicht mal Hallo. Du hast ja auch gar nicht Hallo gesagt. Du hast mich auch nicht angerufen. Du hast Denver angerufen. Ich bin ja auch der Cousin. Oh, halt die Kappe! Hallo! Ich bin der König. Nee. Also tu nicht so! Halt die Klappe, sonst hebe ich meinen Rock hoch. Oh, nein, bitte nicht. Das wollen wir nicht sehen, Mann. Lass hier mal richtig baumeln und klatschen. Oh, da war das Gute. Was? Da war der Königsmantel. Wie hieß das? Sugar Daddy. Sugar Daddy. Wie läuft ihr rum, Alter? Was willst du? Was willst du? Ich bin der König. Ja, aber als König muss ich was Groberes anziehen, man. Nicht so ein, keine Ahnung, Bademantel gefällt. Das sieht fett aus. Nehme ich jetzt gleich aus. Ich hab's! Ah! Manege. Die Manege ist leer. Mayonnaise. Kein Tanktop. Da hat man einen dicken Bobs drin, ey. Nein, Kleid. Ich bin der Frank, weißt du, was ich meine? Wir müssen uns kleiden wie Könige. Ja, stimmt. Ja. Wir sind jetzt die Königscousins, Curtis. Was? Wir sind die Königscousins. Königsfamilie Kirsch. Seid jetzt beide Könige, oder? Ja. Gut, gut. Scheiße. Wir sind in der Familie. Wir wurden zum König geboren. Ja. Wo ist denn das ganze Gold, wenn der König bist? Sag mal. Wer bist denn du? Ja, ich bin der Kobold, der das klauen will, oder was? Hau ab. Nee, bin ich nicht. Aber wo ist das ganze Gold? Sag ich dir nicht, das ist ein Familiengeheimnis. Ja. Also hast du schon Gold, sagst du. Na Siko. YouTube. Na Siko. Du hast kein Geld. Ich? Hm? Geht. Da. Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Nämlich was ganz anderes. Oh nein, ich hab keinen Platz. Soll ich dir sagen, Familie was? Und Kollegen, normal. Nein, soll ich dir verraten, was? Ja, was? Komm mal raus. Gold. Doch, Gold ist Geld. Habt ihr zufällig was zu trinken? Geh woanders schnurren. Man schnurrt keine Könige an. Hab mal Restappe. Genau. Curtis, was hältst du davon? Curtis, in kurzen Short steht hier. Hast du was zu trinken? Da komm ich glatt ins Stottern. Übel. Wieso riechst du schon, Zolli? Oh, das sieht so gut aus. Ja, das passt ja auch zusammen, oder nicht? Ich möchte halt mal trinken, was, ne? Ich meine, Auto noch was, aber hier nicht. Ich sehe aus wie ein dicker Pinguin. Ich bin jetzt der Bademeister. Okay, aber dann brauchst du die Schlappen. Sein. Gott, warum sind wir so? Why are you laughing? Hast du was zu trinken? Hast du was zu trinken? Nö. Ja, übel. Ich hab was zu trinken, ich geb's dir gleich. Ja, korrekt. Das trinken. Oha. In schwarz? In schwarz? In rot-schwarz.
Festtag. Juhu. Ja, da. Ja. Es sieht zwar aus, als hältst du nur irgendwas unter die Füße, aber... Warum? Weil der Schwarz sich deinen haarigen Füßen anpasst. Das sieht man kaum. Das sieht voll gut aus. Ja, so, ja. Einzige, der vernünftig aussieht, ist JFK. Was hab ich gemacht? Du siehst halbwegs vernünftig aus. Sag mir vorher, das ist ein Batzen. Geh, da hab Memo. Hi. Gut. Oh, was ist das denn hier? Wir machen es hübsch. Ich muss auch hübsch werden. Hallo? Warte, ich stehe im Weg. In Rakim Serna. Die Schuhe nicht. Ah, ich hab's. Gottes Willen. Ja. Auf geht's. So, komm her, wir trinken. Der Mars, glaube ich, gerade Pipi. Wo ist Mila? Die Schuhe raus. Wir finden uns du mich. Mila. Wir finden uns du mich. Wow, sexy, wow. Ja. Wow. Geiler Arsch, Junge. Hast du mir gerade auf den Arsch gehauen? Was war, wohin? Hä? Willst du tanzen, oder was? Ich brauche nur eine Sonnenbrille. Dama. Ja? Was ist mit deinem Klamotten? Geschlechtsumwandlung. Ja, mal sehen, welche dazu passt. Weiß nicht genau, wir sind weg. Geflogen aus meinem Schuhfach. Muss alles neu kaufen. Sollen wir so laufen beide? Ja. Ja, dann sag mir. Was denn? Egale. Egale. Egale Nummern. Dann werde ich morgen einen dicken Pimpkönig raushängen lassen. Schwimmanzug. Ja, Taucheranzug. Tauche. Ja, perfekt. Okay, folgt, hört's mir zu. Brille ist geil. Ja, schreibe mir nicht dazwischen, sonst werde ich dich köpfen lassen. Oha. Du brauchst gar nicht verlegen, Kicher. Boah, die ist krass. Was geht ab, Mo? Damit sind wir super schnell. What the Fiki? Nimm PD im Klamoncho. What the Fiki? Nimm PD, okay, ich komm. Okay. Gleich. Bis gleich. Boah, Mila sieht scharf aus. Geil, oder? Das ist mein Gefolge. Sag Maschala die Hübsche. Was? Maschala die Hübsche. Ich finde uns unheimlich attraktiv. Ja, er ist recht und schon ein Arsch. Ich fühle mich auch richtig hübsch, muss ich sagen. Ja, klar. Ach ja, lass mal sehen. Wie ein dicker kleiner Pinguin. Ah. Und? Das sieht besser aus. Ja. Welche Farbe nimmst du? Boah, der Tigertaucher. Nein, wir machen das. Dann, ja. So, dann mal. Ja, doch. Hose. Taucher. Hey, Max, wie geht's dir? Wie findest du das Oberteil? Nice. Das ist in der anderen Farbe. Das Taucherhose? Das geht. Ich glaub schon. Memo. Ja? Mach mal richtige Farbe. Ja, die ziehen sich ja alle um. Ja, so zum Beispiel. Initial oben. Taucherhose? Suche. Welche Hose? Oh, die passende dazu. Die sind doch wunderschön. Ich hab gefunden. Boah, riecht voll Essen hier. Gibt keine Musik, Ruhe. Es gibt da eine passende Hose zu. Gobbler, danke für den Restart beim 25. Okay. Hab ich vorher noch gesehen. Geflogen. Ja, gibt's auch. Bei den Stun-Hosen, glaube ich.
Oder irgend so eine Racing-Sache vielleicht. Ja, genau. Ich nehme das, komm gerade aus Wasser raus. Das, ist das hier schlecht? Genau. Taucherhose, Dumba. Ja, Taucherhose. Aber wer weiß, wo die... Ja. Nice Badehose, nicer Scheiß. Nicer, nicer Scheiß. Was noch, Schuhe? Gas. Nee, du kriegst keine 10.000, Mann. Wie oft denn noch? Evil Memo. Nein, kann ich nicht. Wann? Von was? Was hab ich dir gegeben? Nee. Hut. Dürft ihr den hier? Hut. Die sehen echt gut aus dazu. Ist das Taucherhut, was gehört das? Brauch ich noch? Ein Hut. Willst du wissen, wie mein Hut heißt? Ja. Der heißt, ich gucke mal, Italia Mafiosi. Italia Mafiosi. Italia. Ja. Ich habe keine Leute mit dir gemacht, deswegen gibt es auch keine 10.000. Okay, dann 20. Das Geld wird auf dem Konto. Ich hätte das auch gehört. Der Helm dazu. Ja. Gibt's einen Helm dazu? Ja. Und Sonnenpille. Passende Helme. Die heißt The Geek Six. Also Geld wird in ein gutes Auto reingesteckt. Und Schuhe heißt ein Flippige Flop 6. Wenn ich was montags reingehe, ne? Fertig? Ey, Mädels. Klar. Nein. Ja. Warum? Was ist denn mit der Brille? Jetzt so ein süßes Bändchen hinten. Sag mal. Die ist auch cool. Ja, glaub, aber ich nehme jetzt lieber kann man die machen, als wenn ich montags drin bin. Warum seht ihr aus wie bescheuerte Gänse? Red Baron Girl 4. Hier. Oh yeah, Memo. Ich hab keine Ahnung, warum die sich umzieht, Alter. Egal. Flippige Flop 6. Ja. Kaufen. Ah, schicke Hut. Warte mal. Zahlen. Okay, ich geh mich kurz umziehen. Okay. Wir sehen schon wieder alle aus wie Vollidioten. Finde ich gut. Wir sind Vollidioten. Ja, ja. Guck mal, bei mir sieht man hinten das Bettchen. Sag mal, wie findet ihr eigentlich mich? Ach du Scheiße! Memo ist euer Dings, Aufpasser! Ach du Scheiße. Ja, ohne Tasche wäre doch cooler, ne? Ja, die kann ich ins Auto legen. Irgendwas stimmt mit uns nicht. Fehlt nur noch so eine Peitsche und dann Schafe, die du durch die Manege führst. Wie so ein Zirkus, ey. Wer hat den Güffi weggeschmissen? Und Jeff Kerr versteht dir keinen Spaß, ne? Habt ihr uns in der Klapse stecken, wenn die uns jetzt so sehen? Ja. Ah, die Frage, ob aus dem Zirkus kommt. Hey, was soll denn das heißen? Passen Sie mal auf. Wieso? Ja, weil das nicht nett ist. Kommen Sie klar? Passt. Okay. Weil das nicht nett ist. Ja, ist ja so. Musst du bei dem mal den Reißverschluss hinten zumachen? Mhm. Am Korsett. Also, kennst du Zirkusse, wo du so Popcorn kriegst? Ah ja, laufen da manchmal aus. So gut. Gibt's auch Zirkusse, wo man keinen Popcorn bekommt? Bestimmt. Ja. Gibt's bestimmt auch, immer. Das ist das Traurigste, was ich heute gehört habe. Okay. Boah, Mädel, wir müssen gleich kurz verschwinden. Ey, da hinten machen wir was. Camilla, Camilla, hast du schon dein Outfit gefunden, was du jetzt mal anziehen kannst, um Gottes. Ne? Wenn er mal. Ratzig zu machen. Also, ich finde, ich passe zu den Mädels heute. Wenn er mal böse ist. So. Ich passe zu den Mädels heute. Ja, ey, Memo, Alter. Mit deiner behaarten Brust. Der hat sich da eine Ziege reinrasieren lassen. Ja. Nicht gut. Warum? Weil heißt gut. Ah ja. Oh. Jeff, wie geht's dir heute? Oh. I wanna know. Warum? Warum ziehen wir uns überhaupt um? Ist eine Party? Wer war das? Warum ziehen wir uns eigentlich um? Heute ist Bad Taste Tag. Ich will's wissen. Die sagt keiner Grüße zurück, weil die sind miteinander pennen. Geil. Jetzt können wir auch im Würfelpack abhängen. Ja, fällen wir schon mal auf. Na dann? Kann man doch so oder so machen. Nee. Dann, let's go. Ich glaube, die da hinten haben einen ähnlichen Plan. Nee, die haben morgen Junggesellenabschied. Die sind Junggesellen. Jungfrau, geboren.
Okay, kurz weg. Wenn ja. du als Jungfrau geboren wärst, würden mir das aber Sorgen machen. Sollen wir nach Hause? Kips. Nach Hause. Ja, unser Auto steht im Stadtpark. Ja. Nee, das steht. Nee, hab ich mit dir gebracht. Ah, also, nee, aber von Soldi das Auto. Mein steht da noch. Was für Spasten. Boah, ich boah. Kurz auf Klo, ja. Hast du gesehen, Dammer? Ja, Flick Flack Overdeck einfach gemacht. Ja, wir sehen so gut aus. Boah, wir sind Zwillinge, ne? Guck mal. Ja, jetzt sind wir nicht nur Cousins, sondern auch Zwillinge. Wir hatten gestern nur Ärger, ne? Ja? Mhm. Wer hat Ärger gemacht? So Typen. Mit weißer Fleck. Weißer Fleck? Die kamen zu uns, haben geschossen. Why? Weiß nicht. Hey Karls, du musst mir gleich mal Kühlschrank auf... ich meine, Kofferraum aufmachen. Warum? Ich tue meine Tasche rein. Ist auf. Okay, dann sind wir uns erkennbar. Wo ist denn der scheiß Kofferraum? Da hinten. Hinten. Vorne. Hinten. Hey. Hier. Hier. Bist du dumm? Hua. Ich hasse dein Auto. Hier! Hier! Hier funktioniert der Knopf. Da funktioniert der Knopf. Ja. Hier. Ah. Full. Auto full. Was ist denn da drin? Alles. Alles. Ich brauch Auto. Da musst du Wagen reinpacken. Okay. Verlier mich nicht aus den Augen. Ey, wie geht man so cool wie du? Ja, indem du einfach so läufst. Ulve flöhen. Passt. Ich übe. Heißt, ihr seht aus wie Zwillinge. Wir sind Zwillinge. Wir sind aber Cousins in Wirklichkeit. Also ich erkenne mir immer keinen Unterschied. Was? Bist du Stuntman? Nein. Why? Hirte. Why? Ich geh mal gucken. Weißt du eine, wo Johnny ist? Nee. Nee. Wem gehört das Auto? Weiß das Gelbe? Brian. Wer ist Brian? Was ist das denn? Oh, ich glaube, dieser Rapper da. Was? Warum parkt der hier? Der war vorhin hier, ich weiß nicht, wo der bin, keine Ahnung. Warum parkt er vor allem da, mitten im Weg? Lass den abschleppen. Mach das. Ha, wir sind Cousins. Wenn jetzt Leute kommen, dann müssen wir gleichzeitig reden, dann sehen die nicht, wer redet nicht. Aber Dimmer, komm nur mit. Ja. Komm, wir gehen schnell zum Friseur. Okay, was hast du vor? Hinrennen. Hinrennen. Komm. Du bist ziemlich langsam. Ja. Aua.
Hey, ihr habt unseren Plan geklaut. Erster. Was soll das hier, Wikeser? Bitte erst komm mal doch zuerst. Was hast du gemacht, Mila? Dann ich hab eine Idee. Ich hab meinen Mund gemacht. Was denn? Das ist spooky, ha? Ja. Das ist voll spooky, ha? Das ist richtig spooky. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das war Cookie. Ich glaub, das nehme ich sogar. Am 3. November müssen wir uns... Dann wie nach der Viro-Käse nehmen. Oder ich geh ganz in Grün. Ey, du siehst aus wie Fiona. Du siehst aus wie Jutta. Oh nein. Wie findest du das? Ziemlich auf jeden Fall lang, aber hübsch. Passt schon. Wir können jetzt Baywatch machen. Oh, sei das auch cool. An. Ja, die hab ich glaube ja, hallo. Langes blondes Haar. So schön, Rapunzel, Rapunzel. Komm schnell. Ey, guck mal, wie spooky das ist. Wie findest du das denn mal? Irgendwie cool. Kann ich das auch haben? Nee. Ich weiß nicht. Moment, Das ist Perücke 75. Oh, schön. Schön weich. Die Haarfarbe ist die 12, die 14. Tube. Ja. 14. Und dann ein bisschen von der Tube von 28. Aber. Warte, ich mach einen auf Willi. Das ist halt auch voll cool. Boah, super schön. Sollen wir das machen, Kerl? Alle auf mich, ja. Oder was? Okay. Boom, you're done now. Von vorne Demo und Kerl ist von hinten Carlo und Sabrina. Wir sind Zwillinge! Demba, du musst aber auch orange haben. Wo ist mein Roller? Ich will mit 200 fahren. Rudi, ich muss los, denn mein Zug, der kommt jetzt gleich. Warte mal, ich habe nur eine Idee. Boah, der hat so viele Ideen, der Zug, der ist super cool. Hi. Was macht ihr für Kinder mal? Darf ich mich von hinten an dich ankuscheln? Warum nicht? Wir sind nur Zwillinge, komm schon. Nur einmal. Oh Gott, wir sind Kids. Uns wird niemand mehr ernst nehmen. Alle werden uns hassen. Aber das ist okay für mich. Ja, das sieht ein bisschen wie... Hi. Die Vendetta da. Ist doch Karl, ist doch Halloween. Ja, ja? Nee, ist eigentlich nächste Woche. Wann ist Halloween? Nächste Woche Samstag. Hey, der Schnurrbart steht dir. Das sieht cool aus. Lass ich. Suche deine Kontaktlinsen. Hi. Oh, ich habe ja, das on point. Ja. Mach so Schminke aus der 31. Tube. Wie die Cinderella. Wann ist Halloween? Nächste Woche. Der dauert nicht mehr lang. Hauptsache es dauert Make-up. Ich gehe als Hure. Hure. So eine Blume. 31. Ja. Oh ja, Kontaktlinsen. Ja, geil. Oh ja. Okay. Fertig. Boom, boom, we done now. Komm, wir gehen nach Hause. Komm, wir gehen. Ja, warte mal. Jeff, du Hure. Stehst vor dem Spiegel. Hure. Wer ist jetzt wer? Ich bin der Mann. Ich bin eine Hure. Ja. Gib uns ein Bier aus. Genau. Danach wird ordentlich gezogen. Oh, Alter. Curtis, komm, wir gehen in den Pennerpark und lass uns klar machen. Ja, komm. Und dann sagen wir denen, dass wir ein Mann sind. Wir müssen erstmal nach Hause. Ich hoffe, wir werden hier nicht vergewaltigt in der Drecks. Mm-mm. Uh-uh. Aber sofort nennst du mich Da Vinci. Was machst du? Ich gehe attraktiv.
Na, siehst du? Ja, das halt die Nase um, das ist wichtig für unser Image. Mach mal vor, du bist da. Hallo, heute wieder hier eure blonden Hugenzwillinge. Unser Mater-Tutorial auf YouTube. Heute klatschen wir uns besonders viel in die Schnauze. Und damit übergebe ich ab an meinen Lieblingszwillingstutte Curtis. Halt die Schnauze. Der hat gebremst, der Hexer. Booty going up. Wenn die Gangster von heute kommen, ne, und wir so aussehen und dem Brett geben, ne? Boah, die... Lass zum Baum mal gehen, schon mal Bretter holen. Boah, Alter. Jetzt will ich Brettchen verteilen. Ich schwöre, die kommen nie wieder raus. Hey, siehst du, willst du meine Nummer? Packe raus. Wie ist dein Name? Ashanti. Meiner ist Frank. Ah, wir sind Zwillingsschwestern. Ashanti und Frank. Ja. Ich bin die Frank und ich bin Rapperin. Weißt du, was ich meine, Digga? Ja. Und ich bin die Chantal. Ich hab Raucherlunge. Das ist nicht lustig. Nein? Mm-mm. Da muss ich mir eine neue Rolle überlegen. In die Sabrina ist gelandet. Ich habe ein Autoritätsproblem. Wenn der Jack uns sieht, haut er uns tot, ne? Ist wenn bewusst. Johnny uns sieht, da ist der fährt der Clowns fallen. Der Johnny boxt uns, obwohl Johnny rennt selber so rum. Das Witzige ist, der weiß gar nicht, wen der haut. Ich schreibe einfach die ganze Zeit au, obwohl der dich haut. Obwohl, ich habe nur eine Uhr an, ne? Du nicht. Nein. Warte, zieh die aus. Zieh die aus, das ist nicht gut für deine Muskulatur. Ey, Mädchen. Komm. Laufschlampe. Aber ist doch schon Halloween. Das muss ein guter Zwillingsauftritt werden. Ja, komm, das Händchen halten. Okay, das macht uns süß und oberflächlich. Mädchen. Na, Ladies, was geht? Hab wieder hochgeholt, eure erste Woche. Ja. Ich schwebe jetzt auch nur B. Aber ihr seht echt sexy aus. Danke. Dankeschön, das habe ich mir schon immer gewünscht, von so einem hübschen Mädchen wie dir zu hören. Ich bin Tina, mein Vater hat mich nie geliebt. Mit Bartäule. Weich. Oh mein Gott, wirklich? Wir haben deine Schminke benutzt, Mila. Scheiße, ich glaube, ich muss zum Stadtpark, um normale Leute kennenzulernen. Der Code ist Nagellack 10. Damit könnt ihr euch das Bartäule für meine Haare bestellen. Kriege ich auch mit Dember 10 10% Rabatt? Nein, Nagellack 10. Mila, wie fühlt sich an, mein schöner Haar, als du? Ich find's geil. Ja, hau mich doch mal an. Ich mag den Fischgeruch. Hä? Ich meinte, hau mich doch mal an. Ich mag den Fischgeruch. Komm, dann mal gehen wir da drüben angeln. Lass die anflirten. Nein, kleinen Stinker. Oh, habt ihr heute Abend schon was vor? Ging. Wenn ihr euch anschließen, will einer meine Nummer. Gott, ihr seid widerlich. Geht alle weg. Warum? Du bist widerlich. Alle widerlich seid. Wir brauchen jetzt eine Flank. Widerlich als widerlich. Was ist los mit dir? Hab Salami im Backofen. Was soll diese Laune nur?
Genau, it's happy Halloween. Das Disrespect ist unsere Flag, Motherfucker. Genau, das ist unsere... Okay. Flag. Unser Flag kalt Schmetterlinge. Ging, ging. Genau. So, ab in den Stadtpark, oder was? Endlich unter normale Menschen. Ich glaub, die rennen weg. Aber alle. Lass einfach nur so sagen. Ah, guck mal hier. Ich sollte nach oben gehen, ha? Na, lass Gerst und mich vorgehen, ja. Dann passiert nichts. Jess. Ja? Wer ist dein Freund? Wer ist mein Freund, was? Der Tub. Was? Lack neben dir. Das ist Logan. Das ist Logan. Von einem sagt Zwiebeln? Nein. Gibt's noch einen? Hör dich mal vor. Ja, ja, gibt ganz viele Logan. Was kommst du, okay, mein Turf? Ich glaub, bin hier der Ogi. Und ich bin der König. Der König der Lugner. Der Löwen. Ich glaube, Johnny verklappt uns, ne? Ja, lass ja, weglaufen, der, ist ja nicht der da. Kommt. Er war heute am frühen Nachmittag kurz drauf. Genau, heute haben wir Spaß, viel Spaß. Heute ist Pfeilauf. Ich glaube, der Johnny macht uns beide klar, Curtis. Locker. Ich gebe jedem meine Nummer, ich bin nicht wählerisch. Genau. Weißt du, wenn ich sowas hier sehe, dann weiß ich wieder, warum ich ganz viel PlayStation spiele momentan. Ey, was soll das denn jetzt heißen? Dann geh doch. Stell dich vor, jetzt kommt irgendwer und bestritt. Ich hab mich angespuckt. Sag mal, meinst du, wenn hier einer Brettchen verkriegt, ja, Alter? Wir brettern die richtig um, der wird von zwei Blondinen gebrettert. Tag Team, Junge. Tag Team Wrestling. Spring drauf, Curtis. Dann geh mit dem Chokeslam. Ich halte den du fest, du haust rein. Und willst Ärger haben? Du kommst in meine Body, USA. Du machst... Ey. Was denn? Willst du, dass ich dir das in mein Gesicht drücke, Bitch? Guck dir meinen Lippenstift an. Das ist bleigrau. Das kann ich killen. Was zur Hölle habt ihr genommen, ey? Alles. Alles. Du, nicht. Du bist hier an einem Junkie-Park. Wir müssen uns den Kundschaft anpassen. Oh, Cody, da war ich gar nicht gestern. Der Jack? Jack. Komm, wir gehen in den Bedrohenden mal. Wen? Nein, nein, der kommt. Warte. Komm. Ey, Mädchen! Oh, er rennt. Der geht einfach. Mit der läuft extra weg. Ich bin die Da Vinci, Tina. Ich bin die Bibi. Wetzen breit? Willst du von den Zwillingsschwestern aufs Maul? Sie mich verarscht. Und ich bin der Kameramann. Sie mich verarscht. Weil ich Wetzen breit? Boah, genau. Heute gibt's Brettchen. Ich geb dir auch meine Nummer danach. Wenn du wegrennst, werf ich Flipflop. Ach du Sch. Und ich spring dann auf dich drauf und halt dich fest. Respektier unseren Turf. Genau. Respektier unsere Männlichkeit. So. Geh nix mehr. Warte mal, wer da kommt, voll süß. Oh, Waikiki. Das ist Waikiki. Hey, Waikiki. Was geht, Schwester? Hi. Habt ihr meine Freunde gesehen? Wir sind deine Freunde. Familie. Oh, oh, hallo. Ja. Johnny, komm. Das ist nicht Johnny. Nein. Wer ist das? Komm, wir nachfangen, Dämmer. Ja, mit Knarren an. Ich geh da wieder rein. Weißt du, ihr seht aus wie hinten, wie Deadpool, nur mit Perücke. Wer seid ihr, Motherfucker? Was wollt ihr in unserem Turf? Hab ein bisschen Respekt. Was geht, Schwester? Shit, das ist ein beschissenes Fahrrad. Ich hab dir gesagt, bring das Fahrrad mit. Willst du mich provozieren? Scheiße. Willst du ein Brett? Willst du? Scheiße, Mann. Habt ihr nicht die brennende Mülltonne gesehen? Dürfte ich hier nicht drauf fahren. Genau. Das ist jetzt Gangturf. Genau, von dem Rasen runter. Wir sind gefährliche Taucherbrüder. Genau, guckt euch mal ein paar Dokus an. Oh genau. Gott, scheiße, Alter. Da ist eine Wasserpistole, aber ich hab reingepinkelt. Oh, shit, Alter. Gut, ich hab Tequila da drin. Wenn ihr heute genauso... Gib mir einen Bodyshot. Kein Problem. Oh, Mann, ey, ich sag euch so, wie es ist. Wenn ihr heute ins Cody so kommt, ne, da geht alles auf meine Kappe. Jo, na klar, kommen wir. Und alles klar, geht los. Mal, da kommt der Rest der Geld. Dein Fahrrad ist das nach mir. Yo. Shit, yo. Mila, wenn wir heute so zu Codys kommen, kriegen wir alles umsonst.
Johnny, komm. Deine Sorge, die sieht auch aus wie Nietzsche. Du bist nicht mehr der Ogi, ich bin jetzt der Ogi hier. Wir sind Ogi und König. Oh. Wir sind Genix. Klar, wir sind Bibi und Tina. Genau. Ihr seid so aus wie Bibi. Ihr seid freckig. Du bist doch neidisch. Du erzogen hast. Du bist mit uns verwandt, du hast denselben Schmiede. Der ist auch klein, das weiß jeder hier jetzt. Ja, richtig. Woher weißt du das, Mila? Weil du einer. Weil Mila, danke. Herr Marshall? Ein Schniedel. Das, was er gesagt hat. Keine Sau. Der ist gleich hier. Alles gut. Danjo, wo ist dein Kackfahrrad? Weil, ja, in der Verwahrstelle, ich bin nicht hingekommen. Hab ich dir nicht gestern gesagt? Motherfucker! Willst du eine Bibi-Schelle? Wir sind die Psycho-Clown-Posse! Ich geh das nach ruhig, keine Angst. Willst du eine Bibi-Schelle haben? Nein, bitte nicht. Ah. Willst du Tina Sidekick haben? Da ist Bibi-Duschgel drin. Wir machen Undercover Kickbox. Genau, kauf mein Pisswasser. Shit, Mann, Alter. Außerdem verkaufen wir auch Badewasser mit dem Code Nagellack10. Alter, ich bin so wie ein Bus, Digga, Alter. Das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Ich komm hier gar nicht mit, Mann. Gleich schnippst du dir einen Fußnagel im Hals, dann das nutzt du ganz schwer. Dann lackieren wir dir die Nägel genau. Und spielen dir die Lippen, du Arsch. Scheiße, oh, die geht endlich, ey. Wir sind jetzt Six Dudes. Was? Six Dudes mit vier Augen. Wir sind die Psycho-Clown-Posse. Wir sind die Medusa des Junkie-Parks. Genau. Oh, scheiße, Mann, Alter. Facility Manager. Wenn wir wollen, haben wir auf einmal 8 Arme mit 2 Leuten. Oh fuck, Alter. Und die werden alle auf dich niederhageln. Mit Elbow. Ich schwöre. Mit Elbow. Ja. Oh, Mann, Alter. Wir sind die Bogenschützen aus dem Süden. Platz da, wir sind die Huren. Hure. Hure. Ja, das ist unser Schlachtruf. Hure. Fuck, Alter. Oh, Mann, Alter. Ja, warum verkleidet ihr euch nicht? So Halloween. Genau. Ich bin fertig. Ist es Halloween echt? Ja. Ey, geile Uhr, gib mal her. Wir haben Pipi-Halloween. Genau, wir haben Pipi-Halloween. Warum will jeder meine Uhr haben, Mann? Die hab ich aus dem Kaugummi-Automaten. Du kannst sie nur nicht lesen. Ich brauch aber eine Weile für die Uhrzeit, aber alles cool, hauptsächlich gut die aus. Die ist stehen geblieben, du Lügner. Wir haben 5 vor 12 auf deiner Uhr. Und weißt du, was 5 vor 12 bedeutet, Danjo? Was? It's time to pay deinen Cash zu uns. Wo ist schon dran? Motherfucker! Mila, gib dem Kopf noch! Hallo! Ich geb den Kopf noch! Ich halte den auch fest! Oh Mann, Alter! Ja, wer bist du hier, Dirk? Kannst du dich auch vorstellen? Immer noch mein Anwalt von früher, Alter! Ich bin der Marschall! Was bist du? Marco? Polo! Polo! Anwalt? Ja! Der ist auch ziemlich gut, kann ich nur empfehlen, der hat gerade was geklärt für mich! Was hat er geklärt? Was haben wir gemacht? Formulier das mal. Du hast das so gut formuliert vor uns gerade. Reklamation. Mm, genau, dieses Wort. Wieso ist Fingernagel abgebrochen? Schluck runter, Mila. Nicht kaum. Hat jemand den Bademeister hier sehen? Halt deine Schnauze. Halt selber deine Schnauze. Ja, jetzt weißt du gar nicht, wen du hauen sollst. Genau. Wir sind nämlich als Zwillinge geboren. Genau. Geboren. Ey, Demba, gestern warst du noch ziemlich nett zu mir. Mua. Diese Apfelkuchen, köstlich. Einfach köstlich. Ey, Curtis. Ja. Köstlich. Komm mal. Ja. So, der mit der Waffe in der Hand ist Curtis, das sehe ich an dem Kreuz auf dem Stirn. Ich habe auch eine Waffe in der Hand. Ich habe auch eine Waffe in der Hand. Ja, du hast ein Kreuz auf dem Stirn, du Doofmann. Ich auch. Ja, also aber das war ein Sniper-Gewehr. Jetzt komm mal mit. Wo ist mein Sniper? Nein, Zwillingsschwester, lass mich nicht allein! Ich komm wieder! Wir sind verbunden mit unsichtbarer Band und so, ich liebe dich! Ey, wir müssen heute mal mit dem Dingens quatschen. Mit wem? Mit dem Timothy. Warum? Irgendwie hat er was dagegen, dass der Dingens für uns dealt. Der Hund, was juckt mich das? Das ist... Guck mal. Okay, der Danjo ist für uns einer der besten Dealer, die wir haben. Ja, und das ist der Behind. Ja, und deswegen will der den wahrscheinlich sogar killen, wenn der für uns dealt. Wer, der Timothy? Ja. Der hat aber unseren Dealer nicht zu killen. Ah. Sonst klickt er einen Clutch. Ich hol mal kurz den Danjo hin. Warte mal, hör dir mal. Danjo, komm mal her. Jetzt weiß ich, was du meinst mit den langen Haaren. Ja.
Ja. Erklär doch nochmal, was du mich gestern erklärt hast, was der Timothy zu dir gesagt hat. Ach, der sie? Na, ich hab ihn halt gesagt, also soll ich Kurzform oder lange Geschichte? Musst du kurz. Too long to wield. Okay, die kurze, pass auf. Ja, dadurch, dass ich jetzt bei euch hier bin und meine Zeit wieder investiere, habe ich keine Zeit mehr für eine Gang, habe ich ihnen so gesagt. Hab gesagt, weil ich ja nur Läufer bei den Six Dudes bin, gebe ich meinen Bandana ab und gehe jetzt meinen Weg wieder, den ich davor auch gegangen bin. Weil die mich ja früher vor die Wahl gestellt haben, entweder bei den Junkie Park ticken oder bist bei uns halt drin. Aber bei denen gab es nicht dieses Duo-Ding, wenn du verstehst, was ich meine. Auf jeden Fall bin ich halt bis dato noch Läufer bei denen. Da hat sich auch keiner geregt, mich irgendwie zum vollwertigen Mitglied zu machen. Und dementsprechend bin ich ein freier Vogel, was es angeht. Das heißt, ich würde halt gern so schnell wie möglich meinen Bandana da an die Tür hängen und es denen auch sagen und dann halt da auch im Friedlichen gehen. Ja, aber gibt's die überhaupt noch? Na, Timothy ist noch da, so, ja, wie ich das mitgekriegt habe, so. Ja, aber ein Mann gegen, oder? Was ist denn, wenn du jetzt dein Bandana abgibst? Will er dich dann... Er war der Meinung, er würde mich dann, also es klang ganz so, als würde er mich bloodouten wie ein vollwertiges Mitglied, so. Weil er sagte so, wenn du ein Mann der Gang bist, dann kommst du so anders, kommst du anders nicht raus. Aber das wurde mir so nicht gesagt. Mir wurde gesagt, so, hier hast du das Bandana, jetzt, ne, alles ready und dann geht los halt, ne. Aber weiß nicht, Mann, weiß nicht. Das klang halt ziemlich dubios, Mann. Aber ich wurde halt niemals als vollwertiges Mitglied irgendwie, an die Hand genommen, so von wegen so, hier, du bist jetzt Member oder so. Niemals. Es hieß immer nur, du musst dich beweisen, zeig uns, dass du loyal bist, dass du da bist, dass du zu uns stehst, dies, das, und dann kommen wir auf dich zu und regeln das mit den weiteren Schritten. So war die Aussage von ihm. Und als ich ihm gestern gesagt habe, dass ich meinen Bandana ablegen will, sagte er, dass ich nicht so ohne weiteres rauskomme. Er meinte halt eben, dass das eben anders geregelt wird. Und das hieße dann eben, weiß ich nicht, Alter, es klang halt echt so, als würde er mich um die Ecke bringen wollen und mir eine Kugel verpassen wollen, so klang es halt. Oder ein Stich oder keine Ahnung halt. Ja, dann rufe den normalen Johnny. Gut. Der ist doch eigentlich Freund. Eigentlich ja. So kein Auge machen. Sonst schicke ich die Bibel dahin. Ich verstehe halt auch nicht, dass er früher halt so ein riesen Ding draus gemacht hat, dass ich bei euch war, getickt habe und dann das Ding nicht erreicht. Kritisch. Ich weiß ja nicht, was das für ein Ding ist, so. Keine Ahnung, wie gesagt, alle sind halt weg. Ich bin ja jetzt aus dem Holland, aus Holland zurückgekommen und gehe auf die Straße und die ganze Straße leer, so. Ja? Und dann frage ich überall rum, wo die alle hin sind, dies, das, und dann kriege ich halt nur negative Presse, so, ne? So von wegen, da wurde Scheiße gebaut, das wurde gemacht, dies wurde gemacht, jenes, ne? Das ist schon crazy, Mann. Gönnes, wenn ich nachher im Knast muss, ne? Warum? Ja, wegen der Sache immer noch, wegen der einen. LKW? Von gestern? Nee. Wegen wo du weggegangen bist. Ja. Dann musst du erklären, okay? Okay. Ja, oder ich sag Bademeister so machen. Mach das mit dem zusammen, du kennst den Timothy auch schon länger. Aber ich hab seine Nummer nicht. Gib ich dir. Hab ich aber, ja, oder so. Einmal die 5. Ja. 938. Ja. 357. Und die 0. Ich habe den Timo gespeichert. Shit, Alter. Ja, aber ist euch das so bekannt, dass wenn man als Runner in der Gang aufgenommen wird und sich beweist? Hast du so einen Blutschwur geleistet, so einen Zettel unterschrieben, irgendwas? Nein, nicht. Ja, was will der denn? Ich hab nur das Bandana gedrückt halt. Und dann hieß es so, ich bin jetzt Runner und soll mich beweisen. Katze, du gehst mir heute richtig auf den Nerv, weißt du, ne? Ehrlich. Sabrina, ich kann dich sehen. Kein Problem, gerne. Ich hab dich gerochen. Ich habe dich vermisst. Ich habe dich auch vermisst. Ich habe dich gerochen. Das Band zwischen uns ist so stark. Genau. War für Männer das Band, ne? Hast du was zu trinken? Na klar, mein Schatz. Ich hab Bock zu schluckeln. Ja, Schätzchen, ich geb dir alles, was ich habe. Danke. Bitte, mein Lieblingsschwester. Können wir uns nachher wieder die Mähne? Na klar, aber hör auf, mir diesmal Haare rauszuziehen. Das klatscht eine, du Bitch. Oh,
zum Auto so, dazu. Hast du Interesse? Wer bist du denn? Das ist der Achim. Achim, hallo. Du bist ja eine Granate. Achim von Zinkenstein. Ist der Achim. Was bist du? Mila, ist das nicht dein Papa? Es freut mich, dich kennenzulernen. Was packst du mich an? Ich wollte dir nur die Hand reichen. Hier. Nee, pack meine Schwester nicht an. Nein, ich wollte nur die Hand. Hallo, wir sind Tech-Team. Willst du Stress mal? Fuck. Nein. Wir pullen dich auf mit unseren Fingern. Ich wollte nur... Es tut mir leid, okay? Ich wollte dir nur die Hand reichen, voll höflich sein und das okay. Ist... Was ist mit deiner Nase? Echte Ladies gibt man normal, nicht an. Echte Ladies haut man auf den Arsch. Ja. Nein. Was geht, Waldmeister? Was geht, Waldmeister? In meiner Heimatstadt haben die mich immer halb Mensch, halb Nase genannt. Nee, wir haben Halloween. Dann. Ach so, gut. Ja, der Achim ist denn wieder da. Der will dich kennenlernen. Ich hab was? Ah, Tag, Achim. Hallo. Darf ich dir die Hand reichen oder kriegst du uns auch eine geohrfeigt? Ja, kriegst du auch eine. Warum? Weil du immer so einen Ohrfeigen-Modus? Klar, immer eine Ohrfeige parat. Bademeister, weißt du, wer wir sind? Ey, wer seid ihr? Wir sind eine Hure. Oh. Wir sind Bibi und Tina. Maschallah, die Hübschen. Dankeschön, siehst du, willst du meine Nummer? Ja. Geil, nimm mein Handy hier. Nimm. Komm, mach du Hurengeist. Geil. Ich hab meine eingespeichert, ruf mich an. Oh, scheiße, Mann. Boah, ich mag die Drogen. Du meintest hier, ja, ne? Die Kette gehört zu deiner, zum Auto dazu, oder was? Was, das ist meine Kette. Auto. Der hat sie mir versprochen, das ist meine. Lass die Finger da weg. Was? Du hast noch Auge auf meine Uhr gemacht. Das ist auf einmal meine Kette, was ist denn los? Pass mal auf, Kalle, gib die Felge, sonst knallt das. Ich hol meine Schwester. Nee, aber ich bin schon hier. Du hast eine schöne Kette, du. Siehst du, meine Schwester steht hinter mir. Die gehört, wie gesagt, zum Auto, Mann. Grüße. Warte mal, kommen Sie her. Gut. Eigentlich fehlt uns jetzt noch ein Clownsmobil, ne? Bis gleich, meine Schwester! Grüß dich, Enke. Grüß dich. So, du, Curtis und der Jack, ihr müsst gleich mal mit dem Timothy reden, wenn ich nicht im Knast bin. Wenn ich im Knast bin. Was hat der gemacht schon wieder? Der Danju, der war ja Runner bei denen, ne? Ja. Und der will halt nicht mehr da für die Runner sein, so, sondern will halt Bandana abgeben und will für uns jetzt weiter dealen. Und so, wie das sich angehört hat, hat der Timothy wohl was dagegen und will den um die Ecke bringen und den vielleicht dann killen. Ah, ja gut, ich mach das. Regeln das, ja? Ja. Das ist ein Fauchler. Wir brauchen den Danjo eigentlich. Ich hab sogar was mit dem vor. Wenn der sich wieder richtig gut macht, ne? Dann würde ich den am liebsten direkt über die anderen Dealer stellen und dass der die dann quasi einteilt, weißt du? Da haben wir weniger Last und so einen Scheiß, dann läuft das vielleicht auch alles ein bisschen besser. Ja, warum nicht? Wem gehört denn das Auto da hinten? Keine Ahnung. Habt ihr alle einen geraucht? Was habt ihr gemacht? Es ist Halloween. Wir haben Halloween vorgezogen. Ach so. Party. Klar. Sollte wem gehört das Auto da hinten? Wem? Welches denn jetzt? Das rote da. Das ganz am Ende da? Mhm. Ich glaube, das ist Steffis Auto. Komm, passt auf, ne? Kann sein, dass die von gestern wiederkommen, ne? Ja, hab ich schon gehört. Was wollten die denn gestern? Also weswegen kamen die her? Was denn, mein Schatz? Auf. Komm, besorgen uns den Schlüssel des Autos. Okay, sind die hier reingegangen, weil die immer was von irgendjemandem gehört haben. Aha. Ja. Wer hat den Schlüssel? Ich zacke auch. Steffi, dürfen wir mit deinem Auto eine Runde fahren? Ja, klar. Geil, danke, Schwester. Das ist so ein Cabrio, ne? Ja. Da müssen wir auf jeden Fall ein Video für unseren YouTube-Tutorial machen. Kisteln doch, Mila, kisteln doch. Woher willst du wissen, was da ist und wer das ist und dann das Telefon? Fotokinese. Hallo. Bitteschön. Danke. Danke. Was ist das denn für ein Nummernschild? Safdi. Komm da mal. Wir sind auch Safdi. Weil jetzt lass mal richtig mal. Hier passiert nichts weiter. Okay. Ja, klar, frag die Jungs, die kennen mich alles gut, Mann. Ich freue mich so da drauf. Erstmal für der Grüne. Gesichter. Ja. Siehst du? Das ist so schön. Ist jetzt crazy, wehen unsere Haare im Wind. Nee, brauchst du keine Gedanken machen. Komm, ich zeig dir den Wagen. Fahren wir erstmal zu den Nadis, nimm mal Geld. Genau, erstmal klar machen die Luden. Oh, da sind welche. Was geht ab, Jungs? Hallo.
Braucht ihr Drogen? Ihr seid hübsch. Ja, wir sind immer hübsch. Willst du meine Nummer? Mal, ja, klar. Maschallah. Ja, schreib auf. Okay, gib her. Kann ich schreiben. 555. Ja. 3. Ja. 3. Ja. 74. Ja. 5. Ja. 9. Ja. Das war's. Wo wohnen die hässlichen Jardis? Die kriegen ganz ein Brett. Straße runter. Okay. Okay, wir sehen uns, Lisa. Okay. Haut rein, Boys. Ciao. Wo sind die? Weiß nicht. Wo wohnen die hässlichen Jardis? Die kriegen jetzt ein Brett. Kein Zuhause. Wer wohnt hier? Boah, also, ist hier überall Turf, oder was? Boah, alles voll. Bist du angeschnallt, Süße? Mm-mm. Nicht, dass deiner hübschen Fresse was passiert. Fahren zu der Gruf. Gruf, Gruf. Boah, ich hasse die voll, ne, mit ihrem dreckigen Scheißgrün. Keine Platz da. Platz da, hier kommen die Huren. Wir sind so Psychopathen, Curtis. Ich hab mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Wir sind krank, irre. Komplett irre. Keine da. Fahren zum Kieselstein. Okay. Aber das Auto fährt gut. Ja? Mhm. War da gut, diese? Ja, war da gut. Wir sind so richtige Kachlos. Ich liebe das. Wir gehen zum Frank und sagen, wir wollen Jenner-Kanap holen. Oh mein Gott! Der hat Zwillinge bestellt. Scheiße, jetzt ist mein Fingernagel abgebrochen. Oh nein, soll ich den schnell ficken? Ficken? Ich mach ihn kurz heile. Ich puste ihn. Tut das sehr weh? Nein? Entschuldigung! Uns wird jeder verzeihen. Keiner ist uns böse. Maniacs-Haare. Gucken, da sind welche. Oh, oh, oh. Sag mal nix, bis die was sagen. Wer seid ihr, verfickte Scheiße, Alter? Wir wollten Janakan abholen. Ach, Mann. Ja. Janakan ist nicht da. Warum? Ja, der schläft. Wir wollen Party machen. Der hat Zwillinge bestellt. Egal. Also, kann ich euch beide mitnehmen aufs Zimmer? Na klar, zwei. So viel Geld hast du nicht. Wie viel? Was geht ab, Service Knight? Ich glaube, ich hab mehr als genug. Ey, Mann. Wir wollen gerne keinen abholen. Ey, das ist der echte Service. Kann ich einen Untergramm haben? Der ist nicht da. Warum? Also, der chillt ein bisschen, ne? Wir haben extra einen Kofferraum frei gemacht. Die haben halt zu tun. Precious Auto auf jeden Fall. Ich hab den da reingebracht. Ist doch ein saftiges Nummernschild. Ja. Was zur Hölle? Ey, zerkratz bitte nicht den Lack, das von YouTube mal gekauft. Zerkratz nicht den Lack. Das von YouTube. Habt ihr das Auto extra für diese Szene gekauft? Was für das Szene? Nicht unser. Wir machen gerade YouTubes Video also. Von unserem Tutorial. Genau, wir machen ein Tutorial. Okay. Ja, alles klar, Jungs, dann suche ich mal andere Kunden. Ja, schönen Abend noch. Genau, das will kein Geld. Jetzt, ja, die Spritzer verteilen. Ja, genau. Was kommt denn da? Boah, Ghetto-Bus. Sag mal, wo geht denn die Party? Am Strand. Wann denn? Irgendwann, keine Ahnung wann. Okay. Fällt kommen wir umsonst rein? Was? Kommen wir umsonst rein? Weiß ich nicht. Wir machen heute keine Party. Du hast doch gerade gesagt, es gibt eine Strandparty. Es ist für irgendeinen Junggesellenabschied. Ja, unser. Wir sind auch noch Jungfrauen.
Dann könnt ihr da gern hinfahren, das ist mir egal. Wir sind Zwillinge. Das ist super. Ja, wir haben das gleiche Muttermal. Ach du Scheiße. Wie heißt du? Juri. Juri? Ja. Kennst du mich noch? Und ich auch. Ich erkenne dich schlecht. Ich bin Körte. Ah, mein Drogendealer. Du geile Sau. Was geht ab? Du kaufst keine Drogen mehr. Und jetzt muss ich so eine Schrottkarre fahren. Das ist doch keine Schrottkarre. Na klar. Ach Quatsch. Hat nichts gekostet. Ja, dann ist wahrscheinlich auch nicht deine. Doch. Ja, glaube ich dir nicht. Doch. Ihr könnt ihr Party machen. Oh mein Gott. Okay, rein. Was? Wir müssen weiter. Ja, alles klar. Wir lieben Tschüss. Dich. Schönen Abend. Abo uns. Die Leute mögen uns nicht. Was mögen die nicht? Keine Margolds. Margolds? Mhm. Nein! Welt. Hm? Die mächtigste Waffe der Welt. Schade, weil die hätten zu uns gepasst. Aber die haben rumgeballert. Ja? Mit Ampel-3-Player. Ja, ich meine ja. Sag ja. Oh, Kerl, ich fange an zu schwitzen. Mein Make-up verläuft. Ich hoffe, dass wir das wieder abbekommen. Das war aber nicht permanent, oder? Von BB Yankea. BBU Yankea. Oh, ich sag euch, Girls, die Karre ist so hart. Hilfe. Was geht? Ruhe. Wir waren auf Tour. Hat jemand abgeschleppt? Wir waren beim Kieselstein. Oh, oh, und? Wir wurden mit Knarre bedroht. Die haben alle die Knarre gezogen, als sie gekommen sind. Echt jetzt? Ja. Ich glaube, die sind ein bisschen nervös. Telefonier du bitte, Mila. Geh doch weg. Geh du doch weg. Fahr du doch weg, hä? Fahr du zur Hölle. War du da zu zweit? Hey, der war mit seiner Cousine hier. Genau. Ja, Cousine, so geht's los. Oh nein, das war nur meine Schwester, die ich geküsst hab. Alles gut, kenn dich. Wir sind hier nicht bei deiner Familie. Genau, gar wir sind keine mal. Huren. Ja, Hure. Hure. Dub, 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 einer von euch. Einer von euch. Einer von euch. Dorothy, du Hure. Dorothy. Gib uns ein Zeichen. Das ist White. Waikiki. Waikiki, ja. Gibt's heute eine Halloween-Party ohne Musik? Ja. Ja, okay. Kann man kurz ein Profilfoto so von unserem YouTube-Zufall machen? Eine Kopfhörer. Das wäre lustig und weird. Ja. Auf weirde Sachen stehst du, ne? Ja. Deshalb wolltest du Bockwurst mit Nutella essen. Na und? Reingetumpft hast du die und dann hat er mal Pfff gemacht. Gar nicht. Du, bist du schwanger? Im Nutella-Glo. Du machst gleich Pfff, wenn ich dich fertig mache. Wo bleiben meine Aborigine-Neffen eigentlich? Mit wem willst du dich hier eigentlich anlegen, Freundchen? Pass mal auf. Oh, ich rede du weißt noch nicht mal, mit wem du redest. Du Dummkopf. Er kennt nicht mehr einen langen Freund. Genau. Ich sehe dich auch echt ähnlich. Dann fick den du. Ja, oh. Was? Dann hab ich ein Wort mitzureden. Außerdem sagt man keine Nein-Nein-Worte. Genau, man sagt nur. Wenn du denkst, dass du von mir schlechten Dings bekommst, dann guck dir das mal bei dem an. Ich will mir das nicht das? Angucken, wirklich nicht. Was ist wirklich denn, wenn wir jetzt einfach alle drei in einen Raum gehen und wir ziehen uns gleichzeitig aus? Gib dem eine Bombe. Boah, sollen wir dem Brettchen geben, Curtis? Ich glaube, das ist Danjo. Mir doch egal. Einer von uns. Einer von euch. Wer ist das? Ich. Oh, jetzt gibt's Ärger. Und es kommt noch Ärger. Es kommt noch härter. Wir
Wir wollen über die Erde. Der geht aber auch ganz klar an uns vorbei. Komm, wir gehen mal hin, Kurt. Komm, dann mal, gehen wir zum Auto. Zum Auto? Oder das sollte Mila und so gehen zum Auto? Wir gehen zum Tuben. Okay. Okay. Komm, wir nerven. Ich hab noch vier. Kann ich mir ja meinen letzten hier anzünden. Perfekt. Hey, siehst du, hast du Geld? Shit, Alter. Wir brauchen Geld. Du mit mir? Ja. In grün. Wen meinst du? Das ist doch total versteckt. Lass mich gucken. Wir sind Bibi und Tina. Genau, die hübschen Zwillingsschwestern. Scheiße, Mann. Kann euch jedem 100 Dollar geben. Oh, fuck. Tut's Alter. Auch und danach gibst du mir deine Nummer. Und Adresse. Hier, kommt mal schnell zur Seite. Alter. Komm, Curtis, wir haben unser Geld. Was verdient. Willst du? Wie siehst du denn aus? Wie sieht normal aus? Was ist das im Fregel? Ich finde... Gib mir das auch für meine Schwester, ich teile das mit dir nicht. Wir brauchen Geld. Dankeschön. Danke. Wir lieben dich, jetzt beide. Jetzt können wir Bauchnabelpiercing machen. Sehr nett. Beide lieben wir dich. Wir mögen deine Haare, ich will da durchwuscheln und mich voran festkrallen. Ich bräuchte... Willst du 100 Jungs, Dollar? Kurze, sorry, dass ich störe. Ich brauche mal jemanden, der für Hayes sprechen kann. Ja, kein Problem. Ich kann für Hayes sprechen. Wir können für Hayes sprechen. Nein, Schoko macht das, ne? Geht eigentlich eher businessmäßig. Ich brauche da jemanden, der dafür Hayes sprechen Schoko? Kann. Schoko? Wir sind seine Tänzerin. Machst du das? Ich bin da unten, mein Anwalt steht hier. Ich bin unschuldig und so. Ich hab nichts zu tun. Wieso der mich noch glaubwürdig vertreten? Ich guck mal. Oh, fuck, man. Wo ist denn Jack? Da ist jemand. Okay. Der will mit dir reden. Okay, mach ich dann. Ja gut, alles klar. Meldest du dich dann gleich? Aber gleich hau ich den Flip vom Moment. Okay, danke. So, was ist? Da ist jemand, der will mit Hayes quatschen wegen Business oder so. Wer denn? Da ist so ein Russe, Geschäftsmann. Komm, da, links. Links, beim Jeff. Komm, gib's zum Auto. Dann wie der Rob die Geld haben. Wir verdienen so richtig viel Geld. Wir sehen so scheiße aus, ne? Nein, das ist toll. Endlich können wir das Tag Team machen, wovon wir schon immer geträumt haben. Na, wir sitzen hier drin. Ey, Kürtel. Das ist der Jutta kommt gleich. Ja, Mann. Die starke? Die starke Jutta. Geil. Wer sitzt denn im Auto? Little. Foot. Und überfordert. Hey, und wo? Blöde Foot und eine Schafzahl. Also überfordert, jetzt sind wir, woher hast du deine Fiese? Wie, wo, was? Deine Fiese, wo ist die her? Ja, vom Friseur. Ja, aber nicht von meinem, was fällt dir ein? Ja, Ich schreib mich am Auto. Nein, das nächste Mal bei uns mal rein. Wo ist denn euer Friseur? Na, hier um die Ecke. Da hinten, hinter dem Hochhaus. Genau, der hat auch die Haare von Bibi und Tina gemacht, den echten. Genau. Ich mach die besten Frisuren, die du dir vor- und denken kannst. Alles klar. Nee, danke. Wir können dich auch um die Ecke bringen. Nee, muss ich sein. Nee, danke. Ich glaube, wir wollen noch ein bisschen was von unserem Leben haben. Na. Das heißt ja nicht, dass wir ihr. Was ist mit der Motorhaube los? Mach schnell Luftfilter ab. Mach Luftfilter ab. Ich glaube, euer Auto ist besessen. Warte. Das müssen wir untersuchen. Jack, mach den Luftfilter ab. Schnell, die gucken nicht hin. Bein! Von dem Auto-Dämon. Buh. Ey, das Auto hat mich angekotzt. Na, Bruder? Ich schau mal nach, was da so viel Scheiß von dem Auto. Hey, Curtis, das Kunststoff. Ja, das komm. Man kann uns nicht mehr ernst nehmen. Hobbin! Das ist die Oma Jutta. Ey, Jutta! Hallo, ich bin Stefan. Was geht ab? Hey. Na, Schnitte? Da guckst du, ne? Neidisch auf die Haare. Alles schick. Du alte kackbraune Backpflaume. Ich. Jutta, ich bin komm her jetzt. Hallo Jutta. Was machen die da mit dem Auto? Guck mal, die bauen im Mothaus. Ich bin dezent überfordert gerade. Warum? Warum? Wir sind doch hübsch. Warum seht ihr so aus, wie ihr aussehen? Wir streicheln durch unser Haar. Mal, Jutta, ich hab ein Bart. Ich bin Stefan. Oh, der hat aber schönes Haar. Ist das echt Haar?
Ja. Na, peruanisches Cockringhaar. Das sind Schamhaare. Cock- ah. Oh, Moment, die dran kleben bleiben. Die haben wir abgezupft. Was habt ihr vor? Warum? Wir machen YouTube-Kanal. Okay. Weißt du, wie der heißt? Wie denn? Musst du fragen. Bullock gewonnen. Bullock. Bullock. Bullock LP. Bullock. Ja, HD TV. In HD und 4K Ultra HD. Bei manchen also, Videos machen wir auch Ambilight. Gibst du uns ein Like? Guck mal, wir halten Hände. Ist das nicht süß? Ja. Gibst du uns einen Daumen nach oben? Daumen hoch. Drückst du auf die Glocke? Aktiviere ja, die Glocke. Ach so. Was ist passiert? Ich will auch lachen. Ich hab Steffis Glocken gedrückt. Guck, wie ich gehe, Curtis. Was denn? Geh mal weg, Memo. Guck mal. Ich dir zu. Ihr seid schon gestört. Heute ist Welcome Day. Das sagst gerade du. Genau. Warum? Ich sehe nicht aus wie ein Clown. Hi. Was geht ab, du geile Sau? Ja. Hau auf Marshmallow. Kann ich dir zurückgeben. Geile Baut bist du. Ist doch Halloween. Ey, ich bin... Ja, erst in der Woche. Nee, das nee wir haben vorgezogen. Genau. Wir ziehen das eine Woche durch. Ach du Scheiße. Eine Hello-Woche oder was? Ja. Woche, ja? Hello-Week. Genau. Hello. Oh Gott, ey. Make Hello-Week great again. Gay again? Great again. Ach so, ach great. Oh. Was geht ab bei dir, Homeboy? Bitte. Ja. Nix. Weck mich. Ja, nein. Was? Was? So spät, ja, hast du ja gesagt. Ja. Rein an den Speck. Ich will auch. Gott. Ich will auch. Hallo. Hinten anstellen. Das will ich mich angucken. Bolognese. Nein. Bolognese. Mit Spaghetti. Absolute Psychopathen. Ja, allerdings. Wo rastet der voll aus? Waren wir schon Richtung Cody's? Oh ja, da müssen wir laufen. Wir kriegen laufen heute umsonst Essen und Trinken. Ja, laufen oder fahren? Let's go. Wir laufen. Immer laufen. Genau. Jutta, komm. Ja. Ja. Habt ihr noch Platz frei, sonst fahr ich hinterher. Ach so. Ah ja, schon bist du direkt da vorne, ne? Ja, ich fahre aber ein bisschen auf gerade hier. Wer hätte das noch nicht gesagt? Ich sehe ihn eben da auch voll. Guck mal, Jutta, ich hab ein neues Tattoo. Oh. Rechtes Bein, Fische. Oh, schick. Endlich hast du ein Tattoo von mir. Ja, wegen deinem Geruch. Oh, shit, da wollten wir eigentlich unser Freundschaftstattoo machen. Ja. Vielleicht noch leer. Ja, oder du machst dir auch Fische. Wer hat meine Schwester angemalt? Jetzt gibt's Bretter hier. Jetzt werden Flipflops geworfen. Ich frag mich die ganze Zeit, was ich hier gerade mache, Alter. Was geht ab, super Lucky? Lucky, Lucky, Lucky. Hä? Hä? Ich hab Arbeitslosengeld. Komm, du bist immer so langsam. Ja. Du Plitscheln. Nutter. Komm, wir verstecken uns im Busch und dann erschrecken wir die. Komm. Okay. Schnell. Ja. Und das hier.
Wir machen doch gar kein Gang-AP. Meinst du, die sehen mich? Nein, natürlich nicht. Okay, it's getting hot in here. Ich wusste gar nicht, dass er so gut mit dem Knicker klarkommt. Ach, Scheiße! Setz mir Mund. Der hat sich in die Hose gemacht. Arschloch. Man muss jetzt in der Palme. Sein Händchen halten. Ja. Komm, alle drei. Seid so schnell. Wir haben Style und einen Gehaltscheck vom Arbeitsamt. Ja, Arbeitslosengeld. Nein. Können wir da auch mit Marken bezahlen, Essensmarken? Mhm. Korrekt. Obwohl der Typ eben hat uns $200 gegeben. Oha. Bestes Bitch-Life. Ich liebe dieses Leben. Haben wir die Bibel schon auf? Wir gehen einfach rein. Wir sind Vips. Ja, in 2 Minuten. Wir sind Vips. Genau. Bibi und Tina sind da. Hallo. Ich will eine große Dose Pfeck trinken. Pfeck? Er sagt zu schnell. Dann bist du zu langsam. Genau. Sind wir zu stark, bist du zu schwach. Altes Tussi-Sprichwort. Hat die aus ins Höschen gemacht. Nein. Ich hab gar keinen Zahn. Richtige Nuttenschwestern, ich schwör's dir. Guck mal, der hält schon an. Why? Was geht, Mädels? Oh Gott. Wir laden jetzt gleich leer. Yo. Boah, tote Hose. Ich koche jetzt selber. Der Chat pennt immer, Mann. Halt die Klappe draußen mit dem Kochen. Oh. Ein Kochen. Warte mal, gib mal hier so ein Glas. Komm, wir machen Musik. Musik. Du bist nur neidisch auf unsere Haare. Hey yo, spooky people. Hallo. Ja, aber das, ihr braucht da einen besseren Background, wie ein Unicorn oder so. Das passt besser zu euch. Hä? Ja, weil jetzt muss ich Memo, auf deinen Kopf laufen zu strahlen.
Weißt du was, Cody? Warte, ich mach die Dings, wie heißt das Instrument, die Nummer? Sollen wir die Werbung machen? Cody, komm her, küss mich. Ey, ihr könntet Werbung machen. Ja, sollen wir draußen stehen und tanzen? Cody, ich habe letztens die Gurken von dem Burger da vorne genommen für mein Schönheitsmaske, ja? Die haben aber nichts gemacht, die ist immer nur hässlich. Aber Mila hat die dann auch wieder zurückgebracht. Die hat die danach gefressen. Ich bin ein wunderschönes, junges, hübsches... Du siehst aus wie hingekackt und hingeschissen. Du siehst aus wie hingekackt und ausgedacht und... Scheiße. Ja, das ist eine geile Idee. So zugerichtet, wie ihr aussieht. Mila hat mich geschminkt. Ich bin wunderschön. Und Halloween ist erst nächste Woche. Nein, wir machen eine Halloween-Party. Cody, was ist hier los? Ich weiß nicht, aber ich mache jetzt auch was mit dem Leben. Achtung, Achtung! Ich habe ein großes Messer. Mach Platz, Mila. Ich habe eine geile Idee, Kerl. Das kann ich euch alle zerfleischen. Wir stehen draußen, machen Werbung für den Laden. Sagen wir uns alles. Ja, wir machen uns halt draußen Tiernahrung. Was macht ihr hier? Wir holen hier ein gutes Kennzeichen. Halloween. Was sollen wir machen? Wir tanzen und sagen heute 20% auf alles außer Tiernahrung. Halloween. Außer Tiernahrung? Ja. Halloween. 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 Chup dubidubab. Okay. Halloween. Dancing Group, verteilt euch. Ja. Ich will mich nicht verteilen. Was wollen wir tanzen? Dann tanzt du vor dem Laden. Okay, machen wir einen. Wir machen einen Router. Ihr nach vorne und den hier nach hinten. Was machen wir? Was tanzen wir? Tanzen. Was tanzen wir? Irgendwas. Tanz, was du willst. Lass den... Steffi, JFK, steck dich da in die Mitten von denen. Dazwischen. Komm, lass mit dem Bein wippen. Okay. Kein Problem. Mit dem Bein wippen? Ja. Okay. Let's go. Yeah. Yeah. Aha, yeah. Gut. Hoffentlich kann ich mich keiner. Hier gibt es was zu fressen. Heute gibt es 20% auf Tiernahrung. Okay. Außer Tiernahrung. Komm zu Cody's. Hier ist lecker. Lecker, lecker, schmecker. Techno. Ja, wir haben Instrumente mitgebracht. Ja, wo seid ihr? Bei Cody's. Achso, gut, alles klar, ich komm rein. Wir machen Musik hier. Ding, ding, ding. Hey. Ja, so. Achso, okay. Das geht klar, okay, ich komm. Bis gleich. Bis gleich. Ich mach den Dings hier. Okay. Wer singt? Demba singt. Ich mach den Didgeridoo. Okay. Gleich kommt schlechtes Wetter. Warte. Okay. Oh ja, gut. Aber lauter. Lauter. Und Mila muss auch lauter. Okay. Ich mag die Shakers. Der Mama muss stillen. Ich hab noch eine Idee.
Warte, ich kann auch noch. Pass auf. Oh, halbe Eminem Beat. Wir sind die Junkie Pack Stadtmusiker. Pause. Okay, ich krieg keine Luft mehr. Ich schwitze. Ich rufen. Wir sind die Junkie Park Stadtmusikanten. Ich schwöre, lass das am Pennerpark aufhören. Das war richtig anstrengend. Ich krieg keine Luft. Hey, da kommt Kundschaft. Aus. Weiterspielen. Okay. Das war schon irre. Nö, ich kann nicht mehr, bin geschöpft. Heute gibt's bei Codys alles. Okay. Sonderangebote! Klatsch, klatsch, Hure. Das ist wieder zu viel Internet. Ich kann nicht dazu nicht sagen. Polizist mit Elfmorn, mit diesen Elfmorn. Schaut dir was auf! Eieieiei. Wer muss seinen Hut da hinlegen? Boah, ich kann nicht mehr. Nein! Jetzt müssen wir was essen. Ja, okay. Was umsonst essen? Na klar. Flamingo-Zunge. Geil, Sonderangebote! Hey. Ameisen-Joghurt. Und dreimal Hähnchen mit Schwein. Was geht? Hallo, wie geht's? Uns wurde gesagt, wir kriegen was umsonst. Mhm. Dann du hast es gesagt. Ja. Was umsonst für die Werbung gemacht hat. Dann genau, das gesagt. Hat der Danjo gesagt. Ja, Danjo arbeitet heute gar nicht. Können wir den Nagellack Code 10 aber einlösen? Der hat gesagt, für Prozente. Wir kriegen umsonst. Okay, ihr kriegt was. Also, ihr kriegt. Für, wenn ihr noch was aufführt, dann kriegt ihr, auch noch, kriegt ihr einen Tricky dazu. Wenn ihr gleich noch ein Tänzchen aufführt, so. Wo denn? Haben wir doch gerade draußen. Memo, scheiß dem auf Theke. Hab das nicht gesehen. Achtung, wo denn? Ja, da bist du aber dann selber schuld. Wir haben sogar gesungen dazu. Kommst du hin mit? Wohin? Timothy. Okay. Ich komm gleich wieder. Führt meine Schwester. Mila, bestell was für mich mit. Die laufen ja so. Wohin? Kurz zum Yankee, der kommt dahin.
mal kurz Dungeon an. Hab ich Dungeon nicht erreicht. Frag mich nicht, wie ich heute drauf bin. Ja, ich anders. Auch. Einfach etwas anders. Ich hab mich hinreißen lassen. Ja. Das war bestimmt deine Idee. Mhm. Jörg. Ja. Timothy kommt jetzt. Ach so. Warum ist jetzt denn Tono rosa? Ich weiß nicht, musst du hier fragen. Was willst du? Danjo ist in der Bude, ne? Mir ist egal, müssen wir dann ohne Danjo regeln. Der Filmer wollte noch kommen. Was gilt, Motherfucker? Geht ab, wie siehst du denn aus? Was soll das denn heißen? Naja. Ich bin cool, ich bin hip. Okay. Findest du mein Outfit nicht cool? Warte mal, ich muss mir das mal genauer angucken. Guck dir meine Flipflops an. Ja. Ja, okay. Ist doch Halloween. Ach, ehrlich? Was ist das? Ja, Halloween. Hallo. Oh mein Gott, also wenn ich dich so nachts sehen würde, würde ich mich erschrecken. Safecore. So? Ehrlich? Ich finde, die Brille macht das ein bisschen süß. Ja gut, das stimmt. Kannst du die mal abnehmen? Mm-mm. Nimm mal die Brille ab. Warum? Ohne Brille ist, glaube ich, ein bisschen krasser so. Ja, ohne Brille finde ich ein bisschen krasser, ne? Ist auf jeden Fall geschickt. Okay. Ja, Mann. So, Junge. Was geht? Ja, mein ernstes Wörtchen zu talken. Oh nein. Wie talkst du mich an between of my life? Watch your back, du alten Splasher, du. Ich hab den Fliesentisch mitgebracht. Du hast ja jetzt mitgekriegt, dass wir der Dungeon wieder für uns dealt, ne? Ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Genau, und der hatte jetzt irgendwie nochmal mit dir geredet, glaube ich. Ja. Yeah. Und der hat jetzt gesagt, das hat sich für den so angehört, als wenn du den um die Ecke bringen wollen würdest, wenn der nicht hinter dir steht jetzt. Oder irgendwie... Ja, wenn der für uns dealt, verstehst du? Und ich war ein bisschen, also ich war, ohne Witz, ich hab gedacht, ich höre nicht richtig, weil ich kann das eigentlich nicht von dir glauben. Das wollte ich gerade sagen, Leute, ihr kennt mich doch, als würde ich jemanden um die Ecke bringen wollen. Come on. Du bist doch bestimmt Mörder. Das Ding ist, wenn du schon wieder auf Nase warst und deinen Höhenflug hattest, dann kann ich das schon glauben. Warum nicht von Nase? Was war denn da? Ja, Digga, nichts. Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, Mann, ich vertraue hier keinen mehr, Alter. Ich sage, wie es ist. Ihr vertraust mir nicht. Warum vertraust du uns euch nicht? Doch, ich rede nicht von du euch. Du Schwein. Vielleicht hau ich deinen über den Dötz, Junge. So geht das hier nicht. Ihr wisst vielleicht doch, was passiert Dings ist. Auf den Dödel. So, ihr wisst doch, was passiert ist, deswegen, keine Ahnung, schwierig. Und ich hab da halt ein bisschen was gehört halt. Ich dachte, beziehungsweise ich habe gehört von jemandem, der hier öfters chillt, der mal für mich gearbeitet hat. Der hat halt mir erzählt, dass er mit so einem Tyrese hier war. Und das ist halt einer von den Leuten, die mich um die Ecke bringen wollten. Unser Tyrese? Die es wirklich versucht haben. Nein, nicht also, einer von uns. Bist du sicher, dass der den meinte und nicht von uns ein Tyrese? Na ja, das war halt das Ding, das war unklar so. Deswegen, wir haben das geklärt und eigentlich ist die Sache deswegen für mich durch. Und ich habe ja auch, keine Ahnung, allen von euch schon gesagt, mit denen ich gesprochen habe, dass mich das nicht juckt, ob er für euch tickt. Soll er doch machen. Okay, weil jetzt, also für ihn, also er hat mir gesagt, für ihn hat sich das so angehört, ne? Ja, er ist auch eine Muschi, Digga. Vielleicht hat er kurz Angst gehabt, aber Digga, ich bin doch ganz lieber. Also ich sage dir so jetzt, Timothy. Ja. Eure Gang da, was ihr da gemacht habt, das ist ja jetzt nicht mehr, ne? Right. So, und wenn der Junge jetzt da keinen Bock mehr drauf hat und da das ja nicht mehr ist, dann... Er war Runner, so soll er machen. Naja, und wenn der jetzt hier dealt für uns und du willst ihm in den Haken krümmen, ne, dann gebe ich dir Hausarrest. Dann sperr ich dich in eine Zelle ein. Ach du Scheiße. Aber ja, Johnny, du hattest doch eben mit Timothy was vor. Was zum Vorschlagen. Schlagen sowieso. Sie vor. Hä? Oder? Nein. Oder wie meinst du vorhin? Ey, wenn ihr denkt, Dungeon ist ein guter Ticker, dann habt ihr mich noch nicht ticken gesehen. Bist du ein guter Ticker? Digga, meine Kundenliste ist full. Ich hab locker über... Und von wem beziehst du keine Habes?
Ja, keine Ahnung, ich hatte ja mein Shit die ganze Zeit selber gedreht, bis ich über 7 Tage im Bau war. Willst du dealen oder was? Ja, ich habe keinen Bock, mich da oben hinzustellen, aber ich hätte Bock, auf den Streets ein bisschen zu ticken, auf jeden Fall. Ich brauche Cash. Ja, das Ding ist so, also wir kriegen Stoff ran, ne? Ja, ich weiß. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass das Abzocke oder so ein Scheiß ist, sondern das ist echt fair geteilt bei uns, ne? Warum, Tim, ich weiß aber, für wie viel das weggeht. Für wie viel es weggeht, ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel. Wenn ich jetzt bei euch mäßig ein bisschen mit einsteige oder von euch, keine Ahnung, Weed beziehe, so, ja. was ihr dafür haben wollt, ne? Also guck mal, wir kaufen das selber ein, verstehst du? Ich muss ja echt produziert sagen, das ist feinstes Okremakusch, das ist der ein oder was Thunderbluff. Ja, aber ne, ich hoffe, das wird hier ein Familienpreis, Digga. Guck mal, also wir produzieren selber, ne? Ja, also jetzt doch. Ja, ja und nein, pass auf, das Ding ist, die können nicht immer liefern. Okay. Und wenn die nicht liefern können, dann produzieren wir selber oder dann haben wir selber was parat, verstehst du? Ja. Yeah. So, und ich glaube, was du daran verdienst, wenn du das vertickst, sind glaube ich 200 oder 250 Dollar. Von 450. Aber dann geht es halt über drei Ecken, verstehst du? Ich kann wenig gute Mathe, heißt, ich kaufe das für 200 bei euch ab oder was? 250. Mit 250, so, ja. Ja, aber dann sind es ja nicht mehr 250 Dollar für genau, mich. Genau, dann sind es aber 200 für dich. Ja, und wo ist jetzt der Familienrabatt? Da, findest das du das hast nicht jetzt gut? Über 200 Dollar? Dafür, dass du nur noch vertickst. Ja, ihr habt doch auch was davon, Digga. Ihr wisst gar nicht, wie viel ich platt mache. Okay, wir machen so, wir machen 250 und wenn ihr seht, Digga, ich rasiere alles hier, dann reden wir nochmal über Preis. Ja, okay, können wir machen. Ist okay. Kein Thema. Easy. Was verdienen wir eigentlich? Ja, nix. Wir verdienen viel weniger als 200, ja. Tatsächlich. Ey, was ja. Macht ihr denn da für ein Business, Alter? Soll ich euch mal unter die Arme halten? Mann, denkst du, du bist Großticker? Was ist mein Kerl, du? Schmeiß meine Kastanie. Das schätzt mich nicht, ey. Was Business angeht, Johnny, da kenn ich mich auch. Du sollst den Marshall anrufen, wenn du weit ist. Ja, ich weiß. Also willst du damit, Ja, wir können ja nochmal eine Nacht drüber schlafen, so. Ja. Aber an sich, ich... Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Was anderes kann ich nicht. Ja, du kannst doch hier abhängen, haben wir doch schon 1000 Mal gesagt. Ja, das mache ich doch auch, aber das kann ich nicht den ganzen Tag, Mann. Ich brauche eine Beschäftigung. Aber wenn dir langweilig ist. Ansonsten fang an zu ticken. Ja, ich hab Bock auf ticken. Meine Kunden rufen mich auch die ganze Zeit an und fragen mich, was los ist, aber ich bin halt gerade, ne, nicht am Start so. Apropos. Kannst du mal schmeißen mal deine Nummer eine Runde? Ich. Du. Und den Namen bräuchte ich nochmal. Ich bin T. Also Vorwahl habt ihr den. Mein Gott, ja. Ich hab gerade schon mal 15 gegeben, die bezahlt er jetzt bei dir, ja. Hallo, mein Scherz. Heißt, warum kaufst du eigentlich keine Drogen mehr? Bei mir? Das belastet dich jetzt, ja. Ja. 938. Nee, keine Ahnung, Ja, ich brauch aktuell. Ich bringe mir sofort was vorbei für 50.000 Dollar. Warum brauchst du jetzt 50.000 Dollar? Warum hast du eigentlich ich hab einen Traum. Mit Kerlen unterwegs? Was für ein Traum? Mein Autotraum. Welchen Traum? Ich frag, warum du mit Kerlen unterwegs bist. Ja, was für ein Auto? Ja, Turismo. Turismo. Boah, hättest du da was gesagt? Warum? Bist du reich? Nee, aber von Cookie, der Bruder, hat sein Turismo er verkauft für 300.000. Oha. Hey, warte mal, ich bin echt ein bisschen traurig, dass du mir solche Ansagen gibst. Okay, brauchst du Drogen? Cookie, brauchen wir Drogen? Ja, Cookie, bitte. Nein, Drogen, kein Tempester. Drogen? Ich komme im ganzen Jahr. Cookie braucht nur einen Tempester. Tempester? Ich weiß nicht. Die Leute ich brauche aktuell nichts. Ja. Oder bilden sich zu viel auf ein? Ich weiß nicht, die Leute haben. Immer was bist du denn für ein Drogensüchtiger, der keinen Drogen braucht? Ja, ich mach das nur ab und zu. Wie viel wäre das überhaupt? Mal mehr, das ist gut für die Gesundheit. Wie viel wäre das denn überhaupt? Ein ganzer LKW voll? Boah, ein ganzer LKW? Ja, so. Was, frag mal. Was ist ein ganzer LKW voll Joints wert? Warte, ne. Straßenverkauf oder? Also beim Großhändler so um die 250 bis 270.000. Beim Großhändler 250 bis 270.000. Ja, wie viel kriege ich denn für 50.000? Wie viel Drogen sind 50.000? 50.000 sind ungefähr. Boah, was sind das?
Ne, warte. Straßenpreis jetzt? Ja. Warte. Warte, wir müssen ausrechnen. Ja, mach mal. Das sind 111 Joints. Das sind 111 Joints. Ach du Scheiße. Die kannst du in einem Arm wegballern. Ja, genau. Musst du Kelten rauchen. Ich weiß nicht mal, wo ich damit hin soll. Bring das in deinem Zuhause. Du schaffst auch 800. Ja, nee, ist klar. Na, ich nehme 100. 100? Ja. Wie viel Geld ist das? Ja, 50.000 machen wir. Okay. Wo wohnst du? Wann? Warte mal, haben wir 100 Joints? müssen wir haben, ja. Kannst du gucken? Ja, ich geh kurz gucken. Okay. Wo wohnst du? Hast du Postcodes? Was für Postcodes? Na, so Postleitzahlen. Nein, ich habe die App nicht auf meinem Handy. Ach so. Oben im Norden der Stadt, Parkhaus 9 von 20. 9 von 20? Ja. Oh, das ist die schöne Gegend, ne? Ja, und dann fährst du weiter rechts und dann kommt da ja dieses Hotel mit der Garage unten drunter und sowas. Weiter rechts? Ja, Hotel? Weiter rechts und dann geht da so eine Abzweigung in so eine kleine Straße rein. Ja. Nach ja, unten? Da, nein, nach oben quasi. Ach, dieses Hotel, ich weiß. Das ist ja, diese Hotelanlage. Café, ne? Ja, genau. Nur nicht zu dem Café, sondern in den Innenbereich. Okay, ich da weiß wo. Ja. Das nennt man übrigens Hotel Moskau. Achso, ja, weiß ich nicht. Dann passt das ja, dass ich hier wohne. Hey, ja. Schwester Herz. Ja. Ich bin telefonieren, da mal. Wer ist jetzt Curtis? Kommst du hier hin oder was? Ja, ich komme dahin. Ja, 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 alles wir haben 100 klar. Joints. Okay, bis gleich. Dann bis gleich. Tschüss. Ciao. Okay, wo sind die? Ich brauche ein Auto und Joints. Ja, warte. Ja, nimm den schwarzen Taurus, der ist, glaube ich, schon her. Und du kommst mit dem Baum. Und du musst die Sonnenbrille abziehen, sieht cool aus. Cool aus? Gute Nacht. Ja. Sonnenbrille ab. Das wird lustig. Ja, warte. Hast du mir Essen mitgebracht? Ja. Was wir denn? Haben alle ein Tinky und ein Eis für umsonst bekommen. Komm her. So. Willst du mitkommen? Wohin? Drogen verkaufen? Hab große Lieferung. Drogel. Mila, Drogen! Drogen! Ja, ganz echte Drogen. So, bitteschön. Ich muss eben mal für keine große, kleine Mädchen. Da musst du wilde kacken. Dann man merkt, du dass nicht wir mehr. Verwandt sind, ich schwöre. Oh, da drüben sind Autos. Was denn? Wer das? Hä? Du hast meinen Schlüssel noch. Ja, ja, ja. Ach so. Ja, aber fahr alleine schnell. Komm gleich wieder, Curtis. Ja. Ja. Da. Danke. Da drüben sind Leute. Da drüben sind Leute. Sollen wir mal fragen, ob die ein Brettchen wollen? Die machen mich nervös. Wollen die denn? Weiß nicht. Aber ich glaube, das ist John. Das waren Johns Freunde. Nicht dein Ernst, oder? Entschuldigung. Ich dachte, die wäre gesichert. Entschuldigung. Ich dachte, die wäre gesichert. Kacke, das kann doch mal passieren. Soll ich dir die Scheibe ausbauen? Karglas repariert, Karglas Tauschdos. Soll ich die rausmachen, Steffi? Warte, ja, mach mir da 19, ja, dann sehen das gut aus. Was machst du? Oh, die was Scheibe machst rausbauen. Oh. Lackschuh, die Scheibe ist raus. Bist du irre? Ich hab mein Auto kaputt. Nein, was nur die Scheibe. Das sieht aber gut aus, ne?
Ja. Jetzt sieht man den Taubenschiss nicht mehr. Ich hasse euch. Und wir haben Klimaanlage eingebaut. Komm, eine Scheibe. Hab ich einen Schlüssel von dem Auto? Nicht mehr. Denke. Wieso schießen Sie hier die kostbare Munition rum? Warum schießen Sie mein Auto? Ich muss sie aufsammeln jetzt. Ich habe drei Knarren in meinem Neoprenanzug. Was willst du denn? Ich muss suchen, mein... Ja, die Munition ist trotzdem wertvoll. Ich war bitte schon. Danke. Gleich. Dann mal komm. Mila, willst du saumeln, du bleibst du hier. Oder mach ich deinen Lippenstift an? Dann mach dir auf dem Rückweg direkt deinen Arm. Ich muss arbeiten. Was macht ihr? Achso. Du kannst saumeln kommen. Geht auf den Strich oder wohin? Kurz was wegbringen. Nummern verteilen. Ich muss nach vorne, Mila. Das wird Teil da. Okay. Weißt du, für Business-Ausflugsicherungskasten. Ausflugsicherungskasten. Ja, ich glaub auch. Guck mal, wie das jetzt aussieht. Scheiße, Alleinschneid! Oh Gott! Wir sind voll tight da. Mal ja. Platz im Auto. Ich muss kurz im Kopf rumgucken. Gehst du kurz in Handschuhfach? Du bist am Handschuhfach, du Trottel! Scheiße! Ab sofort hast du auf Toni. Toni? Meiner. Ich? Ach, der Toni! Meiner. Mana. Soll ich nochmal Didgeridoo spielen? Ja, mach mal. Okay. Da ist schon voll die Panflöte. Panflut. Okay, ich hab keine Luft mehr. Wir sind die beste Band von weltweit, von da, wo die Welt ist. Wir sind bekannte Hurenstars. Wir sind so tight, Alter, oder? Ja, richtige. Hasse Motherfucker. Böse Leute. Voll heftig, Homies. Wir fahren jetzt so eine Russenmafia, ne? Ist das denn, wie wir eben $200 abgezogen haben? Weiß nicht. Die stehen unter mir. Wer steht unter dir? Was ist unsere geheime Mission? Jeder. Wir haben 100 Joints im Koffer. Haben die schon bezahlt? Das bezahlen die gleich. Die geben uns das Geld dafür. Und wie viel zahlen die? 50.000. Ich will mehr. Ich schwör, uns erkennt hier gar keiner. Drogen, hier kommen die Drogen. Mama, der Mann mit dem Koks ist da. Ich würde das jetzt so gern spielen. Das weiß ich ja. Ich hab kein... Du hast kein... Geld. Aber wer hat jetzt den Mann mit dem Koks bestellt? Was geht ab? Hallo. Also, hast du Scheiße. Ihr seid ja wunderhübsch. Hey, was geht ab? Mama, der Mann mit dem Joint ist da. What up, homeboy? What's cracking, cuz? We come from the south side, you're the wrong top yeah, food. Yeah, motherfucker. Yeah, homie. Wir haben deine Joints dabei. Genau. Ja. Wir bringen die Lieferung. Nein. Ich hab Musikallergie. Wer ist das denn? Hey, ist das Spider-Man? Ach, der Brian, hi. Brian, du Penner, pack deine scheiß Karre vom Junkie Park weg. Ja, wir sonst sind wie knallen. Ja, die haben das schon längst geholt. Sonst ruf ich meine 20 Homies und dann krieg ich den Brettchen. Ruhe. Hab keine Brettchen. Wollt ihr schon mal vom Blondinen geklatscht? Wollt ihr? Los, dann hau mit dem Schnappen zu. Ich klopfe genau. Mal auf der Straße. Warte, ich muss Flipflop ausziehen, jetzt geht's los. Jetzt krieg ich wirklich einen Anruf. Seid ihr die Spantastischen Vier? Ja, hallo? Wollt ihr, dass ich den werfe? Oh. Was geht ab? Meine Mama auch immer gemacht. Mit Zielsuche. Nein, Flipflops, das ist der Schuh und den werde ich werfen, ja. Genau. Ich das zahlst. Und wie du siehst, ist das eine große Größe, das tut doppelt weh. Genau. Eine, was ist das? Eine große Größe. Eine große Größe habe ich auch, 46. Ja, das gar nicht. Wir haben nach innen gewachsen. Ich wusste nicht, dass der Zirkus in der Stadt ist. Ich rede doch nicht von meinem Pummel, du Spinner. Beim Zirkus ist es Halloween. Weil der das Zirkus in der Stadt gleich. Mit deine Mama hier rumrollen. Der Zirkus? Nein, der Zirkus hier ausgebrochen, ich krieg als du in den Flieger gelandet bist. Halt die Klappe, du schnippst mit dem Popel. Ich denke, ich bin Elefant in meinem Rüssel. Ich scheiß euch gleich auf die Hoffart hin. Auf was? Ja, das darfst du nicht, sonst muss ich das wegmachen. Und? Also benehmt euch. Sonst genau. Sagt ihr Scheiße. Disrespected genau, nicht unser Flag. Und Kakaobomben. Genau. Flag? Ja, wir haben eine Flag. Wo denn? Das gilt ich nix allen. Die Schwulenfahne. Ey. Oha. Jetzt ruhig meinen Homeboy. Die Pride Flag. Jetzt zieh ich an, wirklich jetzt die Schlappen aus. Ärger. Jetzt reicht's. Ja, warte, ich rufe jetzt den Bademeister an. Ich schicke dir ein Freiticket nach Köln, ist kein Problem. Jetzt pass auf. Hey, Schuss nun, Schuss. Grüße. Ja, die disrespecten uns. Wie die disrespecten uns? Die sagen, scheiße auf unsere Flag.
Ist doch bekloppt. Was? Wer? Am Hotel Moskau. Oh, jetzt klar, gibt's normal. Hotel Moskau, wo ist das? Oben an der Bäcker oder was? Die auf der Straße. Gut, wir kommen. Ja, pack die SMGs ein, ne? Ja, mag ich. Bis gleich. Okay. Jetzt ja, kommen alle unsere Freunde. Und es kommt noch viel härter. Team Rocky. Scheiße, Team Rocky. Russland hat irgendwas bei euch bestellt, richtig? Ja, vielleicht. Ja, Joint. Das gilt gar nichts, Dichan. Ach so, nein, keine Joints. Nein, auch wenn ich die Hälfte bezahle. Dann ich will die Hälfte haben. Dann kannst du auch 100, wir nehmen 150. Wo ist das Geld? Ich habe nur 100 bei. Oh. Jeff, Girl, du machst das mit dem Geld. Was? Wir kriegen 70.000. 70.000? Hä? 50 haben wir gesagt. Ja, bevor ihr uns beleidigt habt. Wer hat jetzt beleidigt? Kadenzersatz, Mann. Die gehören doch gar nicht zu uns. Ach du Scheiße. Hallo? Was? Ach du Scheiße? Nix. Okay, ich hab schon einen Joint bei. Oh nein. Warte, die Tasche muss ich rausnehmen. Was? Oh. In dem Auto, Kofferraum. Habt ihr die Atombombe doch dabei? Ja, Raketenwerfer. Ja, im Kofferraum. Okay, habt ihr 100 dabei, ja? Ja. Packst du mir die in den Kofferraum? Warum soll ich das machen? Wer ist das denn jetzt schon wieder? Barkley. Der soll woanders parken. Das ist nicht Barkley. Das ist nicht Barkley. Barkley hat die Ausverbot. Das ist Adam. Scheiße. Das ist der Russe. Was will er? Genau, was Scheiße, wie viel ist immer größer. Hab keine Pflüchtlinge Tasche. Was? Eine Tasche? Ich hab gerade beide Taschen weggeschmissen, weil ich Platz im Auto brauch. Super. Und was ist jetzt mit der Kohle? Ja, wer kriegt die? Ja, ich. Ja, guck, ich schieb meine. Keiner von den süßen Blonden. Die Moneten rüber, Homie. Ey, könnt ihr mal aufhören, bitte so sexy zu sein? Ich kann mich gleich nicht mehr halten. Sorry, wir können nichts dafür, Schnauzepunke. So, jetzt kommen meine Homies. Was passiert denn hier? Jetzt kommen meine Freunde. Jetzt kommt der davon. Oh, ey, guck mal, das Sticks. Tommy und Brad, das war die aus, ne? Was denn? Die sind doch vom Karneval. Baby und Tina. Johnny, der mit den orangenen Haaren hat gesagt, der scheiße auf unsere Flag. Genau, und der hat mir an den Haaren gezogen. Und der hat dem mal in die Haare gezogen, dem auf den Arsch gehauen. Genau. Der mit den orangenen Haaren. Runter vom Hof, du badest das aus. Brian, los geh. Du gehst jetzt da vorne hin und badest das aus. Ich hab's auch gespannt, ja. Brian, du sollst es ausbaden. Du gehst jetzt mit, Pumke. Ich komm auch mit. Und der Tommy, der mit dem blonden Kopf da. Ey, woher weiß er meinen Namen? Weil der Opa Jutta mir das, wo Oma Jutta mir das verraten hat. Und der Opa Willy Wonka. Hey, Willy Wonka? Ich hab viel gelernt daraus. Ihr dürft niemals Bitches und Huren. Da kommen gleich nochmal 30, ne? Ja, schon gleich mal die ganzen Freunde. Ja, so. Wir müssen nur kurz warten. Die Cousins sind das Geld bekommen, ne? Ja, Geld ist da. Okay, wie transportieren wir jetzt die Drogen? Pack sie in den Kofferraum. Mit dem Zwischenhändler. Packst du doch in den Kofferraum? Das dauert ein bisschen jetzt. Kann ein bisschen dauern. Warte, dreht da jetzt jeden Einzelnen rüber? Ich weiß es nicht. Du musst erst drehen. Oh, Scheiße. Geil, Kung Fu. Info. Boah. Ey, Ballad, was ist hier los? Wer liegt das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ist da eigentlich irgendjemand gerade? Da sind schon drei Joints drin, ne? Ja, ich weiß. Wie du weißt, warum weiß ich das nicht? Warum weiß ich eigentlich nichts, dass du auch gern Drogen konsumierst? Hey, ihr steckt mir jedes Mal, wenn ich auflege, welche zu. Ja, das stimmt. Hey, du auch. Krass, Homie. Uns geht schon wieder los, Brust. Wochenende. Wochenende. Das war irre, Bro. Oh, schmeckt genauso scheiße wie letztes Wochenende. Oh. Hi. Spielt ihr gerade Football? Ah, nee, schon gut. Yeah. Da kommt noch ein Auto. Was ist hier los? Sicher, dass sie von uns sind? Wer ist nicht von uns?
Ach, ja, die können alle hier hinkommen. Wir sind friedlich. Hä? Ich weiß nicht, wer hier nicht friedlich ist. Ja, Adam vielleicht, aber der ist einfach nur doof. Hä? Was haben wir jetzt gemacht, Ballard? Der ist gerade noch überfordert. Hallo, runter von meinem Auto. Das ist aber auch nicht der hellste Leuchte, ne? Halt die Klappe. Ne? Sonst gibt's einen Langklatscher. Ja, komm, wir machen beide zusammen. Johnny! Gibt's ein Brett? Oh, was ein Brett? Jetzt kriegst du Ärger, Kollege. Ich bin nicht nur Mechaniker, ich bin auch Tischler. Ich kann damit umgehen. Ja. Alles klar, ist schon Johnny, der ärgert schon wieder. Wer ärgert? Der mit dem blauen Helm. Blauer Helm kommt vor mit. Ich mach gern Dreier. Ach so. Blaues Mützchen, du kommst jetzt. Gute Frage. Ja, ja, klar. Du musst lauter reden. Der wollte mich hauen. Was wollte ich? Was ist hier los? Donny, der hat mir in den Hahn gezogen und am Arsch gehauen. Was ist hier los? Dup, 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 dup. Einer von euch. Das sind die Spice Girls. Bist du schon wilder frech? Einer von euch. Bin komplett überfordert. Einer von euch. Aber ich kenne leider nicht alle von den Spice Girls. Einer von all euch. All the single ladies, all the single ladies. Dup, dup, dup. YouTubes Kanal. Wir heißen Poloch.tv. Achso, ich dachte, eure Website heißt Spice Girls Plus. Okay, ich brauche Pause, Reizüberflutung, stopp. Wir müssen gleich eben. Das Auto ist voll. Ja, aber. Echt ja. Jetzt? Nee, alles ist voll. Och nee. Hier, schmeiß den Scheiß weg. Na, hör mal. Einfach in den Busch werfen. Cookie. Einfach in eine Wanne pissen. Komm mal her, Cookie. Hab gefangen. Nee, du sollst hier hinkommen. Ja, dafür bin ich wieder gut genug, ne? Um deinen Alkohol wegzusaufen. Richtig. Sauf. Auf Ex. Wie viel brauchst du denn noch an Platz? Aber warte, einer ich bin ja weg. Oh oh. Cookie, wir brauchen noch ein Auto. Ich soll sagen, ich soll so angucken. Du willst 50 Stück haben, du Arschloch. Ja, aber nicht in meinem Auto, sondern in deinem. Den Rest nehme ich gerne auch, so ist es nicht. 10 Stück noch. Entschuldigung angenommen. Kannst du mir die in die Hand drücken? Ja. Oh, die wollen sich entschuldigen. Bisschen rechts, links. Komm mal her, lass mich die schlecken, du Sau. Das kostet Geld. Genau, das ist Dollar. Du kriegst gleich mit der Dings da, ne? Taschenlampe. Aber in Köln fahren die dafür, nicht ich. Pass auf, morgen bis 19 Uhr eine Kiste Ramsdorfer Kölsch. Ansonsten ist kein Verbot. Ruhe, wo ist die Entschuldigung? Tut mir leid, Herr Kurtis. Undamba. Warum trägt genau. Leid, Herr Kote. Ich bin die Zwillingsschwester. Ich hab keine Ahnung, warum ich hier neben meinem Boden rumfahre. Seid ihr die auf dem Film da? Sind die Spice Girls? Schwabbel, ist doch voll normal. Ja. Platz da. Alles für den Dackel, alles für den Club. Unser Leben für den Hund. Ey, pass auf, gut. Wer bekommt das? Entweder er oder ich. Da, wo es passt. Bitteschön. Korrekt. Hä? Danke, Kacke. Zähl nochmal nach, 3 Stück hat dir. Du mich bei dir. Passt schon. Nö, das muss richtig sein. Danke, Kacke. Wer wird jetzt getrunken? Warte, 90, wie viel hast du bekommen? 9. Und dann passt es nicht, wenn wir 3 Stück hatten, Mann. Okay, dann hat jemand aus dem... Oh, warte. Ah, ich habe noch 4 Stück in der Tasche. Na, dann gib mir die so. Dann passt das. Na. Hab ich ewig nicht. Danke dir. Ja. Na, und wann holst du dir dein Auto? Voll lange ewig, ne? Wenn ich das Geld hab. Na, jedes dritte. Ich Hallo? Weiß nicht mehr, wie teuer das ist. Das ist, ich glaube, 600.000. Bei jeder Auto? Das ist das Auto hinter dir, meinst du, ne? Ja. Was? Oder nicht? Ne. Das hier. Ja, das rote, der Turismo, ja. Hier. Ja, aber die ist nicht meine. Wollt ihr das? Habt ihr schon meinen Knall gesehen? Hallo? Was geht denn mit dir? Pack die Super Soaker weg. Okay, jetzt machen die mir wirklich einen schweren Knarre da. Das ist eine Wasserpistole. Aber ich hab reingepinkelt. Dann ist sie genauso gefährlich. Gehst du in meine Tasche? Hör mal, habt ihr hier irgendwie eine Toilette oder sowas? Eine Toilette? Ich muss schiffen. Bei mir in der Bude. Aber es ist echt eine lustige Truppe. Guck mal hier, der ist hier mit Taucheranzug, Neoprenanzug da. Der ist normal gekleidet, das ist Jakes. Spürst du das Eisen in deinem Nacken? Ey, pack das weg. Pass auf, Mannequin. Noch einmal frech zu mir sein, ne? Mannequin. Dann komm ich vorbei und dann gibt's eine Schokoladen-Kakaobombe.
Willst du nicht scheißen? Und hol deine scheiß Karre vom Krankenpark ab. Den gelben Ferrari. Ist doch deiner. Ja. Sonst mach ich da Platten in der Kette. Ja, aber der fährt mit Reifen und nicht mit Ketten. Nun? Von euch. Welche Punkte haben wir noch? Soll ich Ketten fahren, wenn jemand Neues ist? Guck mal, wie süß ich bin. Guck mal, wie süß ich bin. Ja, du schreibst schon mit der SMS. Bei Lovu. Mit dem was für ein Schwanz schreibst du bitte? Schwester, warum hast du die Knarre in der Hand? Weil ich bin gefährlich. Gewalt ist keine Lösung. Spread love. Ja. Spread love, not war. Aber verbreite Liebe, du Nutte. Oha, was hast du gesagt? 18. Nutte. Nutte. Was 18? Hure. Hure, hure, hure. Komm doch da mit dir, du Hure. So was sagt man nicht. Was? Wer hat das gesagt? Du. Aber die Frage ist, wer fühlt sich angesprochen? Du. Genau, ich. Wer ist doch ein Teiler irgendwie, ne? Ich. Hast du Geld bekommen? Ja. 50.000? Ja. Du bist einer meiner besten Pferde im Stall. Hände runter und genau. Gib mir all mein Geld. Das ist mein Geld, ja. Nö, das gehört der Familie. Was ist denn Tag 1? Was hab ich überhaupt für eine knapp 50 Kaliber, ne? Für den Schwester? Aha. Guck mal, wie dick die ist. Scheiße. Das ist aber, das ist was, von wo wir träumen können. Das ist schon immer. Das ist aber ein richtiger Kraftwinsmann. Ja, wir müssen das kompensieren. Knallerer Dartspinne. Ich hab grad mit Steffi telefoniert, die will eine Überraschung. Ladies and Gentlemen, ich bitte um Aufmerksamkeit, ja? Hast du jetzt was mit Steffi? Wir müssen los. Wir müssen den Platz räumen, jemand hat Pinkel, Mann. Warte doch eben, bis der wieder da ist, du Affe. Also, hast du eine, warum hast du eine GoPro auf der Brust? Ich fahr schon mal ins Auto weg. Platz. Wieso hast du eine GoPro auf der Brust? Was? Filmst du immer deine Schnalle, Mann. Ja, GoPro, da. Eine GoPro. Was denn? Ich bin kaputt. Warum? Hä? Das sieht aus wie eine GoPro. Ich repariere die. Was Junis Pipi machen will? Verschwunden. Da steht ein Porsche im Weg. Geil, der vögelt mit Rucksack. Der hat sich können wir da einfach drüber fahren? Einer von euch ist noch pinkeln. Ja. Noni, na, boah. Tommy, mit dem Porsche drüber. Ja, 19 Uhr, eine Kiste Ramsdorf-Köln. Ja, am Grand Park. Sonst kriegst du Los Santos-Boot. Dann klaus ich dir die Nase. Ich auch mal freuen. Hau rein, Bro. Bis zum nächsten Mal. Auspuff. Fahr drüber. Tommy, lass den Auspuff in Ruhe. Okay. Vielleicht kommen wieder alle an. Wir müssen auf Johnny Bart. Tschüss. Ciao. Johnny Bart. Wir müssen noch auf Johnny warten. Ja. Auf Johnny warten. Ja, wir machen die Straße jetzt zu. Können wir noch auf Johnny warten? Völlige Psychopathen, alle. Guck mal, was für Autos hier auftauchen. Balkon durchgeknallt. Wir rufen jetzt Cousins und dann kommt ein pinker Lamborghini an hier fahren. Ja, ich liebe meine Familie. Ja. Ja. Ja, die ist schon okay. Nein, die Artis sind scheiße. Hä? Jeff hat gesagt, die Artis sind okay. Hä? Die Familie. Wer ist gut, wer ist schlecht, wer weiß es heute noch? Mach das nochmal, das war lustig. Der ist da schon wieder am Fahren. Ich bin Dämmer. Warte mal. Dämmer fährt. Nicht ich. Ist gar nicht wahr. Curtis fährt. Oder vielleicht doch Dämmer. Mila ist gefahren. Wer weiß das schon, wer weiß es? War das nicht. Glaub ich. Was ist der Pinkeln und der Oreo-Schiss? Guck mal, ich hab was für dich. Einer von euch. Einer von euch. Einer von euch. Komm schon, Curtis, fahr den immer auf. Hier gibt's keinen schwulen Club. Boah, nicht mit der Knarre zielen. Nicht. Ich bin der Blind. Ich doch gar nicht. Boah, ich hasse Juni. Können wir ohne den fahren? Mm-mm. Mach Motor aus wegen Spritsparen. Hab ich schon. Ich meine auch den Prolo-Karre neben uns.
Was? Schlittschuhbahn. Ich verstehe mal was ganz anderes. Schlittschuhbahn. Hattie, danke schön für den Prime im 18. Und genau wieder so müde. Wie Soldi. Was ist Soldi? Ja, ich habe heute Steifen gesagt und sie hat aber Steifen verstanden. Wer hat einen Steifen? Nein, das hat sie verstanden. Aber ich meinte den Steifen an den Schuhen. Ach, Schleife. Nein, Steifen. Du bist auch so ein Steifen. Nein, die Steifen. Du kriegst nachher einen Steifen. Nein, ich... Ich krieg auch manchmal einen Steifen, aber das sieht man nicht. Aber ich... Ach, weißt du... Das ist ein königliches Zepter. Egal. Genau, der Willewupp. Ich will auch ein Zepter. Du kannst. Wenn wir die zusammenhalten, hast du vielleicht eins. Die Rechnung geht nicht auf. Auch zu klein? Ja. Verdammt, Curtis, alle machen uns nieder. Das ist schon okay. Im Weg, hier kommen die geilen Huren. Guck mal, wie cool der auf der Ladefläche hängt, wie ein Actionfilm. Fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch. Haben wir nicht überholt? Nee, auch noch nicht über losgehen. Eise. Aber ins Gefängnis. Verbrecher. Wir haben Samstag. Samstag? Mhm. Was ist der Baron? Dann will der Kieselstein im FIB-Gebäude stürmen. Was? Halt, halt. Ja. Das klingt nach einer super Idee. Warte, morgen? Ja. Was haben die vor? Die wollen im FIB-Gebäude, Leute. Sind die irre? Ja. Das frage ich mich gar nicht mehr. Ich meine, ich guck uns an, ja? Aber wenn ich die angucke... Guck mal, das Auto. Die hat die Überraschung für uns. Was ist das für ein Auto? Da ist sogar Überraschung. Sie hat mir gesagt, die hat Überraschung. Oh, ja, 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 ja. Oha. Kennzeichen, Kleine. Hub mal. Hub mal. Geil. Du musst den Motor anmachen. Warte, Mila, ich geb dir eben Schlüssel. Oh, Junkie Park Nummernschild. Da steht drauf. Ficker the Clown. Bitteschön. Ich bin Ficker the Clown. Ja, guck mal eine Seite dran. Ja, Kennzeichen passt auch. Ich höre die Hupe nicht. Ich auch nicht. Hupe kaputt. Map, map. Lass mich mal hupen, bitte. Du musst mal fahren. Du musst mal fahren, dann mach die ganze Zeit Geräusche beim Fahren. Du musst über Huckel fahren und so. Das klingt so, als würde ich Mila eine Mupse packen. Vollgas! Oh mein Gott, ich liebe es. Ich will das haben. Ich kann gerne noch ein paar Schlüssel nachmachen. Ja! Oh mein Gott, ich mach das. Halte die Hupe ja, nicht. Nee, hinten hört man die nicht. Wollt ihr ein Brett? Junge, was ist denn mit dir? Wollt ihr ein Brett? Wollt ihr ein Bett oder was? Digga, hey, wo hast denn du denn... Habt ihr Affen bei euch? Was? Warte mal, wer ist denn das? Wollt ihr ein Brett? Junge, was ist mit dir passiert? Was laberst du? Was für ein Brett, Junge? Ja. Was ist dein Problem? Wollt ihr ein Brett oder nicht? Hey, wir ja, sind Clowns. Wir wollen Bretter. Wer ist das? Kommst du mal bitte in unser TÜV? Gib Gas, bevor wir auffliegen. Ja, nee, jetzt bleib mal stehen, Kollege. Warum? Bleib stehen. Jetzt, ich hab der Hase geholt. Der Hase ist im Park. Nee, der ist im Kletterladen. Und warum? Ich hab ihn angerufen. Mit so einem Brett? Weiß ich schon. Nein, ich will kein Brett. Wo ist unser Schutzgeld? Euer Schutzgeld gibt es nicht. Was? Wollt ihr Krieg haben oder was?
Nee, wir haben schon was anderes zu tun. Ich stehe nicht so auf Krieg. Mhm. 200k, das knallt. Okay, tut mir leid, Mann. Warte. Und ich will deinen Fleck haben. Ja, nix kriegst du. Doch. Das dann kaufe ich mir den einfach. Ja, ja, beeilen Sie sich. Ja, hallo, ich hab doch schon die Hände hoch. Ja, und jetzt schmeiß dein Geld vor deine Füße. Ja, gut, bei Hayes dauert das vielleicht doch noch mehr lange, der ist gerade pissen gegangen. Ja, schön die Hände oben behalten. Schau mir das mal an. Ich weiß dir genau, wo du hinpackst, ne? Hä, warum? Ja, und ich merk das auch. Weg da! Hallo! Nee. Hallo! Hey! Das ist. Aha, ja. Ich sehe schon Hallo. Viele Autos. Oh. Die waren zufällig auch bei einem Geiselnahme dabei. Wie können die das erklären? Ich sehe ihre Kennzeichen. Armin Knopf. Ja. Junge. Die sind festgenommen im Namen des Staates und des Anwaltes Heiligen Geistesarmen. Weiß ich nicht, wo der Logan ist. Oh, schnell los. Schnell abhauen. Nein, falsches Auto! Hä, hey, wer ist das? Schnell! Oh nein, Jungs, Hilfe! Mila! Ist das der Jamestown? Gas! Macht schnell nur ein Drive-By! Later, Luke! Was für Geräusch macht das? Das ist geil, ne? Oh. Ich liebe dieses Auto. Wolltest du mich mal so lieben? Ich hab nicht verstanden. Wen höre ich dich schlecht? Ich hab keinen Schlüssel. Ja, wir müssen Schlüssel nachmachen gehen. Mhm. Wie viele Schlüssel brauchen wir denn also? 15. Was? Wo stehst du hier? Wahnsinnig! Guck mal, dir sagt keiner Okulo. Shit, ne? Stethoskop geben, ich wollte Dr. Ogen spielen. Warum hat der Typ kein T-Shirt an? Wo ist mein Cousin? Was denn? Du hast zu viele Cousins. Yo, Homeboys. Was geht ab, Mila? Ah, da bist du ja. Bitte? Ja? Bist du? Hey, bitte? Hey. Bist du? Wir sind in Amination. Okay. Bis gleich. Ich hab grad $400 bekommen. Mhm. Ja, bist du Medizinmann? Ich nehme das Stethoskop und das Fenster. Wer ist denn der Tube? Das ist ein Medizinmann. Ah, du musst den Medizinmann. Kannst du mir gefallen, du die Knarre wegpacken, das wäre echt freundlich. Hast du gehört? Pack die Knarre weg, Motherfucker. Pack die Knarre weg. Du hast keine Knarre, Mann, hä? Ach so. Okay, dann meint er mich. Pack die weg. Na, hier bist du sicher. Hier kann dir nichts passieren. Ich hab gehört, ihr habt letztens eine Lieferung vom Sägewerk gekriegt, die ein bisschen viel geliefert wurde. Ja, wir haben ein Brettchen verteilt. Wir müssen mal einen Absender zurückziehen. Haben wir nicht angenommen, das Paket. Haben wir zurückgeschickt. Das ist schon irgendwie ein bisschen peinlich, weil irgendwie gefühlt von euren Leuten oder so habe ich keinen gesehen. Aber doch, der Bademeister ist umgeknickt. Der vor Lachen, ne? Hm? Beim Lachen ist der umgeknickt, ne? Ja. Küsseln doch. Bist du denn doch? Du telefonierst in die Tugend. Ich hasse dich, ich hoffe, du stirbst. Moment. Komm her. Nee, weißt du, immer. Mit wem telefonierst du? Mit JFK da vorne. Warum, aber der steht doch da. Ja, ich weiß. Boah, du riechst nach Schnappi, das gefällt mir. Auf. Aber Kingelsteich. Jifke. Ja. Oh, ich muss einsteigen. Hi. Hast du das Geld schon abgegeben? Nein, ich muss das Check geben. Okay. Voll verarscht, ey.
Du kannst auch mal Danke sagen, Jack, ne? Dass ich für 50.000 Dollar Drohnen verkauft hab. Genau, gut, sag ja, doch wusste, mal ich hab danke. Das doch gerade erst erfahren. Mhm. YouTube macht. Ihr habt doch ein Kleckergeschäften. Ja, dann steig ein oder gib's mir. Wie, was soll mit mir passiert sein, Bruder? Wir haben Halloween. Glaub ich. Doop, 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 doop. Einer von euch? Hast du jetzt noch mit dem Rancho geredet? Mit wem? Mit diesem von gestern? Nö. Ne, 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 ne. Warum auch? Die haben ja die Ansage hier bekommen. Was Ansage Nummer 3, Betalt Flair Sido, hier. Hallo? Heute noch Geister? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Gucken, was noch im IP abgeht. Johnny, siehst du das? Ja, doch. Da kicke ich einen an. Ja, sonst wird deine Nase länger geworden. Ja, wieder morgen hier. Was kann ich für sie tun? Was geht ab? Also, was Kebab? Was Kebab? Ja, was Kebab? wer ist da? Jan. Ich habe einen Anruf bekommen, wo jemand sagt, in 7 Tagen werde ich sterben. Was? Das stimmt, ne? Wegen Biedenmeier-Kalender. DMK! Ich hab einen Anruf bekommen. Was passiert? Gesagt, ich werde 7 Tage. Ich find das geil, wenn ihr heute in die Rotzlassennahme kommt. Welche Hure hat dich angerufen? Ich geil, guck mal, das ist mach Nummerverfolgung. Guck mal, wie groß die Rotzblase ist. Die wird immer größer. Die Blase aus der Nase wird immer größer. Warum platzt die nicht? Die platzt nicht. Einfach nicht. Brauchst du ein Taschentuch? Rein pieksen. Nicht rein, Pieks, ich will da drüber lecken. Soll ich Didgeridoo spielen, um dich zu beruhigen? Ja, ja, beruhigen. Willst du mein Didgeridoo sehen? Ich spiele jetzt Didgeridoo. Wo ist mein Didgeridoo? Wo sind die Didgeridoo? Ja. Oh, Beruhigung, warte. Peruanische Panflötenband. Geht dir besser? Ja, ich werde in 7 Tagen sterben. Du wirst nicht sterben. Doch, mach nur mal zurückverfolgen. Okay, Moment. Warte. Dann ruf da an und sag, du wirst schon in 3 Tagen sterben. Genau, sei schneller als der. Sag einfach, du bist Kickbox-Weltmeister aus Los Santos. Wenn du Ärger willst, komm Junkie Park. Wir gehen nicht mehr ran, die Pussy. Das war bestimmt Jeff K. Huh? Siehst du? Oh. Warst du das? Du hast mich doch vorher angerufen. Du darfst aber keine Angst machen. Ich hab keine, ich hab Angst, keine Angst gemacht. Du hast gesagt, der zählt. Oh, jetzt fängt die schon Bilder an zu holen. Dann mal Didgeridoo. Ja, okay. Schau, jetzt verläuft die ganze Schminke. So klingt ihr, wenn ihr auf Klo sitzt. Hast du dich beruhigt? Ja. Also, fertig. Ich war das eine Panflöte mit nur noch einem Ohr? Nein, das Didgeridoo. Didgeridoo. Ich kauf mir auch eins. Didgeridoo. Ja, ein Didgeridoo. Das ist voll cool. Ich wollte auch eins. Aber du hast doch schon eine Rassel. Aber ich will Didgeridoo. Vielleicht gibt er Dämmer dir sein angesabbeltes. Na klar, ich kann dir zeigen, wie man Didgeridoo spielt. Da muss man richtig kräftig reinblasen. Dein Didgeridoo ist schon Lille dann. Nein, 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 das will ich nicht. Besorg dir ein neues Mundstück. Okay. Wie heißt es nun, Mamela? Du musst doch richtig reinschallern. Wie? Didgeridoo. Wann kriegt die denn endlich die Zahnklammer weg? Das ist von Peter Parker. Peter Parker? Sag noch mal. Den Didgeridoo? Didgeridoo. Machst du dich über mich lustig? Wer kommt mit? Ich finde das nicht witzig. Wer kommt mit einem sauren Nudelwasser? Das heißt Didgeridoo. Didgeridoo.
Boah, Steffi, ich glaube, wir können echt dicke Busenfreunde werden. Soll ich deine Haare kennen? Ja, dann streiche ich dir den Po. Wer kennt meine? Ich kann jeder meine. Bei, jeder auch meine Rückenhaare? Genau, damit ich schon tanzen kann. Okay. My little pony, my kennst little pony. Kennst du meine auch? Ob ich deine kenne? Ja. Na klar, da machst du Türengel rein. Ich style die. Ich mach die seidig glänzend. Geile Sache. Los, schlag mir auf den Arsch. Sag dem Bademeister mal mit dem... Hör auf, den Jeff Kane zu holen. Hey. Und hör auf zuzuschlagen, wenn du die Augen zu hast. Du triffst mich mal im Falschen. Ich will auch mal. Hör zu. Ich hab's gemacht. Ich mach das vorher. Jetzt erstmal eine Runde Didgeridoo spielen. Zur Beruhigung. Warte. Was ist mit uns? Warum sind wir so? Ich weiß nicht. Was ist geschehen? Sag dem Bademeister mal, der muss mit dem Clowns-Auto überfallen gehen. Da passen leider zu wenig rein. Warum sind wir so? Ich weiß nicht. Was ist mit uns passiert? War die eigentlich schon beim Würfelpark? Das sind die Drogen. Wir haben gar keine genommen heute. Ja, eben. Aber die wohnen hier. Aber ich habe mir vorgestellt, welche zu nehmen. Ach, das geht wirklich. Ich habe das mal getestet. Ich habe einmal welche geraucht. Dann habe ich an den Balls of Steel geleckt. Ach, ja, habe ich schon mal von gehört. Nicht Panorama. Ich glaube, ich gehe mich wieder umziehen. Kommst du mit dem Mach? Warum? Ja, ich fühle mich jetzt nicht mehr so wohl. Das ist aber Ebola, nicht der Anzug. Okay, ich gehe mich trotzdem umziehen. Okay, ich auch. Ich gehe heuer. Du bist schlafen? Ja. Oder gehst du wieder Super Nintendo Geister? Ja. Vielleicht ich auch. Geister, okay. Aber nicht jetzt. Wann? Aber nachher. Wann ist nachher? Wann ist nachher? So um 11. Eine Stunde. Um 11 eine Stunde. Soll ich dann noch warten, oder? Ja. Oh, okay. Habt ihr denn verlinkt eure Super Nintendo, Jeff K? Klar. Spielst du halt auch? Aber sowas von. Aber bei mir gilt das Display nicht mehr an beim Super Game Boy. Musst du gegenklopfen. Du musst es updaten. Updaten? Updaten, ja. Updaten. Nichts. Boah, Steffi, ich guck dich auch an. Okay, ich nehm kommen, aber wir gehen kurz. Okay. Sollen wir laufen? Können wir. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Wir können aber auch fahren. Und Mila, lüft das nächste Mal, weil du pupst, ne? Okay. Hä? Stange wie totes Hundchen. Ey, komm, rein. Oder fahren wir mit Auto? Ja, fahren wir mit Auto. Aber welches? Ein pinkes. Komm. Clowns-Auto. Platz da, hier kommen die Huren. Regel von der Fischer. Was geht ab? Hört es, Schatzi Bubu, ich habe eine Nachricht für dich. Ja. Was denn? Hier ist bei uns gerade in dem Knast, und das will ich für dich anordnen, weil der ist echt traurig. Der Jake Paxton, kennst du den? Ja, the crazy, das ist mein Freund. Ja, der hat gesagt, also der sitzt hier noch bis zum 25.10. 5 Uhr morgens. Und das soll ich dir ausrichten, weil er hat irgendwie kein Telefon bekommen, jetzt habe ich ihm eins gegeben. Und ja, ich rede gerade mit dem. Willst du ihm was ausrichten? Sagt er schon so lange weg, wir haben den schon vergessen. Also er hat gesagt, du bist schon so lange weg, die haben dich schon vergessen. Er hat gesagt, oha, okay. Was soll ich jetzt sagen? Kannst du den küssen? Ich soll den küssen? Nein, ich küsse den doch nicht. Warum? Der putzt sich immer die Zähne. Er putzt sich nicht die Zähne. Na klar. Also er sagt, du sollst ihn rausholen, aber ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie denn? Er fragt, wie denn? Ich habe doch gesagt, ich bin hier mit dem Anwalt. Ja, dann soll den Anwalt fragen. Warte, ich erkläre das gleich. Ja, dann machen wir das. Boah, so, ja? Willst du eine Bombe? Ich geb dir gleich eine Bombe. Tschüss. Was soll man anzählen? Weiß nicht genau. Ich werde mich jetzt erstmal ausziehen.
Wir haben nur ein Problem, Curtis. Was denn? Wir müssen uns noch waschen und die Haare schneiden. Das ist genug Spaß für einen Tag. Ja, ich glaube, wir haben heute die ganze Welt aufgerissen. Manchmal höre ich gern K-Pop. Was? Manchmal höre ich gern K-Pop. Ich auch. Ja, ne? Liegt in der Familie. Ich liebe es hier in den Läden zu bummeln, da ist man immer so schnell. Nice Badehose, Mann. Ich bin ein Reh. Das sieht gut aus, ne? Ja, wundertoll. Behältst du das jetzt an? Die passen, ne? Wunderbar. Sah noch nie besser aus. Mit wem telefonierst du? Mit gar keinen. Warum hast du dann so ein Ding? Das ist mein Halloween-Kostüm. Ja? Mhm. Ist ein Kommando Bambi. Komm, wir müssen schnell. Wir müssen schnell. Ja? Zum Strand schnell. Zum Strand? Ja. Warum? Ich muss meine Maske kaufen, schnell. Ja. Oder wartest du kurz? Nein. Komm schnell. Der Maskenschnur. Mir fehlen Schuhe. Behalte die an. Kein Bock auf Flipflops. Komm jetzt. Ja, vielleicht gehen wir gleich noch Geister spielen. Ne? Je nachdem, was jetzt noch abgeht, so mit P. Weil rumstehen und Scheiße labern, ich glaube, das ist Geister besser. Ich habe auch richtig Bock drauf irgendwie. Komm! Pa, ich geh rüber zu Fuß. Okay, bis gleich. Ja.
Ja. Du musst unbedingt herkommen und Oma Juttas Verkleidung sehen. Die sieht richtig gruselig aus. Ja, diese warten, ich komme sofort. Ja, okay, diese, aber erschreck dich nicht, ne? Die sieht so unheimlich aus. Ich habe auch aus. Eine Verkleidung gekauft. Du auch? Okay, bis gleich. Bis gleich. Weh, es gibt eine Halloween-Party, Alter, und die spielen Mucke ab, Mann. Boah, ist so ätzend. Tag. Haare sehen aus wie eine Mähne. Morgen bei der Lehm, als wäre nichts passiert. Thank you.
Oh, egal. Versteht halt auch nicht, warum das da immer leckt. Hallo, Captain Jonas. Hallo Rentier. Hey Rentier. Hey Rentier. Jörze, sind Sie das? Ja. Ey. Hm? Hören Sie mich? Was denn? Die Yadis, ne? Ja. Ah ne, das ist ein Reh. Machen ja gerade Kämpfi, ne? Ja. Hey, wer bist du? Weißt du, wen die dazuziehen wollen? Wer hat den Knackarsch? Weißt du, wer die groß dazuziehen will? Was für ein Arsch? Der Maxis. Warum das denn? Ja, die wollen schon wieder mit zwei Mann auf einen gehen. Ja, bumm. Ja, warte mal, ich krieg kurz einen Anruf im Mund. Hallo? Ja. Refreshe Schuhe, Alter. Wie sieht's aus? Ey, ich wollte das kaufen. Ich bin also, dir zuvor gekommen. Du hast nicht mehr darüber gesprochen. Verdammt. Bist du um die Mutter? Oma Jutta da vorne, komm. Ja, die ist auch verkleidet. Ich check dich nicht. Die sieht echt gruselig aus. Heidi sieht sonst aus wie immer. Oh. Oh, das tut mir leid, Oma Jutta. Ich meine, ich wollte... Also, tut mir irgendwie... Also... Hm? Soll ich sagen, es... Tut mir leid. Die redet doch gar nicht. Oma Jutta, hallo? Hallo? Jutta. Hallo, Jutta. Ich bin Kurt the Red Nose Reindeer. Ich glaube, die ist ein bisschen geschockt. Kurt the Red Kind Nose. Rudolf the Red Nose Reindeer. Nein, Kurt ist nicht Rudolf. Kurt the Red Nose Reindeer. Kannst du auch fliegen? Fliegen? Ja. Boah, ich heb fast ab. Oh. Oha. Boah, guck. Oha. Boah, voll schnell fast. Schneller. Du bist wie ein Helikopter. Nur das mit so einem Strand. Okay. Wusstest du, dass die Helikopter evolutioniert sind von Flugdinosaurier? Hä, wer ist denn das Gnu? Ja. Hä? Gnu. Oh Gott, Gnu. Wer das bist war einmal du? Kurz in Gedanken. Oh mein Gott, da tut mir leid. Ich dachte, du hättest ein Kostüm an, ein Horrorkostüm. Nee, das bin ich. Entschuldigung. Geht ja. Also irgendwie tut war natürlich nur ein Joke geil. Von der Mila. Ja. Für dich. Richtig, richtig. Johnny, was ist der jetzt? Ja, kommen Sie zur Seite. Okay. Ja, die wollen da wieder mit zwei Mann auf einen gehen. Ja, aber warum? Ja, weiß ich auch nicht. Das haben die Adis jetzt gesagt. Ja. Hä? Willst du dich da einmischen? Sollen wir? Warum? Weiß nicht, keine Ahnung, warum sollten wir? Ja, die Frage ist halt für uns, ne? Sollen wir uns etwas vergrößern, sag ich mal? Und dann würde ich das aber auch irgendwie anders begründen, warum wir überhaupt auf die Maxis gehen würden. Naja, wir hätten schon einen Grund, auf die zu gehen, weil die eben, nämlich den Ranchers, die einfach ja. Die Info geben, Junkie Park. Richtig, daran habe ich nämlich gedacht. Und die kommen und greifen uns einfach an. Und dann gehen wir halt auf die Maxis deswegen, ne? Ach so.
Verstehst du? Ja, aber wer sind die Maxis? Keine Ahnung. Ja, das sind die oben von der Dingens. Am Nussfeld oder so, haben die gestern gesagt. Ja, da an der Crack-Dingens-Scheiße da oben im Norden, vor Palito. Der Crackhaus. Ja, aber wenn wir die Maxis platt machen, dann kommen die Growth hier und sagen, oh, ihr kriegt keine Joints mehr, ihr bekommt das nicht. Und wir haben jetzt auch Stress mit euch. Die Maxis haben doch angefangen. Dafür halten die Yardis ja die Gröfler in der Schacht. Weißt du, was ich meine? Falls das so kommen sollte, wo, aber das glaube ich eher nicht. Naja, die schicken die Maxis, geben einfach Infos. Ich weiß nicht, ob die stimmen, ne? Ich hab keine Ahnung, ob Bademeister da war gestern. Bei denen. Oh, bei den Maxis? Nur bei denen da in Rancho. So, ist ja auch egal, ob die da waren oder nicht. Fakt ist, die Maxis die haben irgendeine Scheiße erzählt. Weißt du, was ich meine? Was sagt dem Bademeister und so? Ja, die haben Bock. Ist doch klar, dass die Bock haben, Alter. Nur das Ding ist, wenn das so passiert und, sag ich mal, die IADs hier gewinnen das dann, ne? Ja, ich weiß, wegen der Route und so, ne? Dann kriegen wir 50% davon, ne? Aber was ist, wenn die nicht gewinnen? Also was ist, wenn die sich nicht einig werden? Ja, siehst du, das ist nämlich die andere Sache. Dann können wir aber am Ende sagen, ne? Mhm. Der Stress mit den Maxis war unser Ding wegen der Scheiße. Oder Rancho, wir gehen halt einfach zu MB und sagen, klär das mit den Yardis alleine. Und wenn die Maxis sich einmischen, da irgendwas zu tun, dann bumsen wir die Maxis weg. Weil die uns nämlich auch schon auf den Sack gehen. Und wir haben die bisher noch nicht angegriffen. Weil das uns hier so ein Ding wieder wird, wo die ganze Stadt knallt. Ich weiß nicht. Also wenn wir zum Envy hingehen und dem das sagen, dann weißt du, dass wir vielleicht mit den Yardis unter einer Decke stecken, weißt du? Pass auf. Du hast so gesehen, mit der Gurf kann man nur reden. Und Envy ist ja eigentlich ganz cool. Ja. Die waren uns ja nie feindlich oder so. Ja. Wir können dem aber sagen, dass wir ein Problem mit den Maxis haben, weil die Infos... Wir sagen, ja. Und wir können sagen, dass wir kein Fan davon sind, dass sich Leute zusammentun, damit, ne, damit man so Probleme löst. Wir sind da kein Fan von. Ja. Und die Maxis kommen aus dem Norden. Und wir wohnen in der Southside und die Yardis sind hier. Sollten die Maxis sich hier hinwagen, wir haben ein Problem mit denen, knallen wir die weg, machen wir die weg. Ja, müssen wir halt mit der Envy dann quatschen. Und vorher würde ich aber gerne dann noch mit der Yardis quatschen. Wo sind die denn? Ich glaube, die waren gerade zu Hause. Ja, ja. Sollen wir da hingehen? Ja, komm. Komm. Aber ich zieh mich nicht um, ne? Ne, brauchst du nicht. Ich muss kurz reden, Milda. Ja, ja. Was? Was? Nix, alles gut. Wie gefällt euch mein Ding? Das ist rein. Karma, ich hab keinen Schlüssel. Was geht ab? Grüße, fährst du denn? Ja. Hast du Schlüssel? Ja. Ich glaube nämlich, ich will deshalb mit MB quatschen, weil ich nicht glaube, dass die zu zweit. Ja, deswegen hören wir uns jetzt halt erstmal von der Yedis an. Die aus dem Norden haben wir nichts zu suchen. Was sollen die denn? Weiß ich nicht. Warte, ich ruf dir mal an. Oh mein Gott, das stimmt doch schon wieder eh nicht, Alter. Das stimmt doch schon wieder eh nicht. Ja, Dretzmann, Alter, ich vermisse dich richtig, Bruder, ne? Aber du bist nur am Arbeiten und Perle, soweit ich gehört hab. Ja, Ritz, wo seid ihr? Das stimmt doch sowieso wieder nicht. Wo? Jut, wir kommen dahin, bis gleich. Erst mal eine Stresskippe. Wir kommen dahin, bis gleich. Ja, komm gleich. Southside, Kleidungsland. Ja, bei uns hier? Ja. Das stimmt doch eh wieder nicht. Juni. Ich glaube nicht, dass die Groves sich jemand anders holt. Dass die so schwach sind. Naja, die haben jetzt zweimal die Kronne auf Hostel gekriegt von den Yardis, ne? Ja, aber das sind die doch selber schuld. Die schicken die runter und lassen die nicht mal arbeiten.
Hi. Hi. Cooles Moped. Danke. Bitte. Ach, wer bist du eigentlich? Ich kann dich in deiner Maske nicht erkennen. Ich bin Curtis the Red Nose Reindeer. I have a shiny nose. Bald gibt es Brechen für Maxis. Ah, sehr gut. Bin ich sehr auch. Gut. Guten Tag. Oh, das ist Tag, ihr dreckigen Yardies. Oh, hallo. Grüße, hören Sie mal. Grüße. Was soll denn das? Oh. Wie lange bin ich noch hier? Müssen wir hier drinnen quatschen? Natürlich, rettet die Wale aber gestern. Ich mach Familientreffen. Da hinten sind die, mit denen du reden solltest. Ja, die sollen sich mal beeilen. Ja, gut, hören Sie. Ich sag ihm Bescheid. Kleidungsladen und jetzt ist der Yogi-Park hier. Halt die Klappe, ich bin hier der OG. Oh, ja. Ah, der Rente Curtis. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Hey, du redest ein bisschen laut. Was wollt ihr zu Weihnachten, Jungs? Ey, du Clown. Was für ein Clown haben wir noch kommen? Mach einen ruhigen, Kollege. Pass auf, ich bin nicht der OG. Ja, nix. Was ist los jetzt? Das ist mein kleiner Laden. Gib mir Schutzgeld. Beeil dich. Null. Schutzgeld. Ich schub's wieder eure Mopeds um. Was? Nee, bitte nicht. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Nichts. Okay. Wartet, Freunde! Wohin? Oh, Jingle Bells, Jingle Bells. Wo fahren die alle hin? Ja, ich weiß nicht, anscheinend zu uns in der Straße. Wer seid ihr? Ich bin die Tante. Ah. Ach, Tante. Ja, ja. Das ist meine Cousine. Hallo? Ja, fahren Sie mal zu den Yardies. Okay. Bist du die... Bist du Laura? Hi. Ah, grüß dich. Ich fahr das hier. Ja, fahr. Dann könnt ihr in der Zentrale mit hier fahren. Ich glaub schon. Gut. Das stimmt doch bestimmt eh wieder nicht, Baldmeister. Dass das die Maxis nicht. Sich da einmischen. Ach so, das weiß ich nicht. Er hat so die Gurft sich jemand tot noch. Ich kenn die Gurft nicht. Ich weiß nicht, wie die drauf sind. Dafür waren wir da noch nicht auf hier noch. Was denn, Johnny? Siehst du den irgendwo? Nee. Grüße. Füße. Ah, Grüße. Findest du meine Cousine? Hm? Wie findest du meine Cousine? Teil, Alter. Ah, dort da vorne ist er. Ja, erstmal will ich erklärt haben, was, wie, wer, wo. Gut, ich glaube, da kann der Junge mir zu erzählen. Ja, Grüße. Ich hab die Information bekommen, dass die alten Maxis wieder kommen wollen oder da sind. Und die hatten damals anscheinend mit der Grove das Weed Business. Und du weißt ja, dass wir gerade unsere Differenz mit der Grove haben wegen dem Weed Business. Und wenn da die Maxis sich einmischen, will ich eine starke Partei daneben noch haben. Soll ich dir die Hand halten? Maxis kümmert. Die Sache ist die, also aktuell, woher kennst du die Information? Von meiner Freundin. Wer ist sie? Das ist so eine Stadtpark-Lady. Ja, ja. Das ist so eine Stadtpark-Lady. Was ist denn das für Info aus dem Stadtpark? Vom Ding her schon, aber es ist auch hier nichts Festes, bloß sondern eine Abklärung, falls es so ist. Wenn es nicht so ist, dann würde es auch nicht dazu kommen. You know, naja, die Sache ist die, guck mal, zieht ihr das durch oder nicht? Was mit der Route? Mit der Route, ja. Ja, das ist 100% fest, das ist meine Route. Ja, aber beim letzten Mal war das genauso, da habt ihr auch gesagt, 100%, das ist eure Route. Bro, mit der Koks. Du kannst doch jetzt gerade nicht das mit dem Koks, Digga, das mit dem Gras. Guck mal, das mit dem Koks war das Ding. Ja, sind die Leute unbedingt anders, weißt du, was ich meine? Nee, sind sie nicht, aber da hatte ich schon eine Route. Weißt du? Ja. Da hätte ich die Route nur für euch geholt. Okay. Darum geht's halt. Und das ist meine Route, die da hängt an meiner Existenz. Und da bin ich auch ein bisschen verkniffen da drin. Das andere Ding war. Aber was ist denn die Information, dass wenn ihr um die Route kämpft, dass die Mexikaner euch angreifen? Nein. Dass die hier runterfahren? Curtis, beruhig dich. Es geht darum, ja,
dass die damals wohl, wie ich das erzählt bekommen habe, mit der Grove zusammen das Business hatten. Und da ich mir ein bisschen mittlerweile ein bisschen die Grove angeguckt habe, ein bisschen weiß, wie die ticken, kann ich mir gut vorstellen, gerade weil die auch von uns mies auf die Schnauze bekommen, dass sie sich da was zuholen. Und ich habe keinen Turner drauf, gegen die Maxis noch gleichzeitig schießen zu müssen. So. Darum geht's mir hauptsächlich. Und da war der Gedanke an euch, weil ihr ein langer Businesspartner seid, weil letztes Mal das Interesse schon so groß war. Klar, wenn jetzt natürlich das Vertrauen da drin nicht mehr drin ist, kann ich das verstehen. Nach dem Ding, was mit Koks war. Definitiv. Aber das war einfach nur ein Gedanke, den ich hatte, um das ein bisschen abzuklären. Um das ein bisschen abzusafen für mich, weil da im Endeffekt meine Existenz dran hängt und ich keinen Turn auf den Zwei-Fronten-Krieg habe. Gerade nicht gegen die Grove. Das Ding ist, wir haben eben was mit denen zu klären, mit diesen Maxis, ne? Naja, eben. Echt? Mhm. Ja. Die verteilen nämlich irgendwelche Informationen, dass Renshaw gestern zu uns kam und meinten, die könnten Bretter verteilen, aber wir haben Obi aufgemacht. Oh. Das haben sie mir erzählt, haben sich entschuldigt bei mir, weil die da. Ja, uns haben die auch hochgenommen, die Idioten. Ja, ja. Und da. Wie, die haben uns hochgenommen. Ja, die meinten, die haben anscheinend Gelb mit den orangen Flecks verwechselt. Das macht jeder hier in der Stadt. Und da meinten die gestern, haben die explizit eine von denen gesagt, ja, die Maxis haben uns das gesagt, so und so. Das kann nur Junkie Park oder Kiez gewesen sein. Hey. Keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich, ich hab nichts gegen die Wurf, ich finde MBO korrekt, ich weiß nicht, was ihr für Differenzen habt. Wegen der Route halt. Die haben mich ja runtergeschickt, ne? Nee, nicht mal deswegen, Digga. Also, klar haben sie uns runtergeschickt, aber es geht mir ums Allgemeinkonstrukt. Ich bin halt hingegangen mit 7-8 Leuten, weil ich halt echt wirklich gar nicht auf Stress ausfahren habe, halt zu denen gesagt, jo, pass auf, ihr hattet euer Ding da mit 56, ihr habt euren Teil der Route da erkämpft. Den Hälfte, der andere Teil gehört mir. Ich hätte den gerne. Ich habe denen nicht gesagt, dass ich die Route irgendwie bestimmen will. Ich habe denen von Anfang an gesagt, jo, pass auf, ich möchte einfach nur mein Business da machen. Ich möchte da meine Joints machen. Was ihr mit der Route macht, wie ihr die führt. Und wenn die, keine Ahnung, wenn Fischer da höchstpersönlich seine Pflanzen stehen hat, ist es mir scheißegal. Das habe ich so wörtlich gesagt. So, und daraufhin ging es halt los, dass die hierher gekommen sind mit 15 Mann, hier einen auf richtig dicke Hose gemacht haben. Die sollten noch eine Entschädigung von meiner Freundin zahlen, weil sie zweimal weggewichst haben. Das haben sie nicht gemacht. Dann waren sie, nachdem ich denen gesagt habe, die kamen halt mich her und meinten dann, nee, das gibt's nicht. So, und ich in dem Moment, weil ich, wie gesagt, nicht auf Stress aus, weil ich so, okay, dann gibt's das nicht. Respektiere ich das. Daraufhin kamen sie danach nochmal meine Straße, haben mir Tankstellenverbot gegeben, haben mir nochmal Ansagen gedrückt, sind hier mit Flags auf meinen Dächern rumgerannt, Digga. Haben dann vor ein paar Tagen auf meine Leute an der Tankstelle hochgenommen, haben auf mich geballert, haben die Schießerei verloren. Dann habe ich deren Jungs 20 Minuten lang erklärt, warum ich jetzt die Route nehmen werde, weil ich der Meinung bin, dass sie es nicht wert sind, weil die mir irgendwas davon erzählen, dass ich es zu respektieren habe, obwohl die halt absolut am Reinscheißen sind, was das angeht. Ja, und dann habe ich das gestern Embi nochmal erklärt und Embi hat darüber gelacht, hat gesagt, dass er 10 Gangs schon von der Route geschossen hat und gestern Abend von mir auf die Fresse bekommen. Das ist soweit der Stand, wie es gerade steht. Okay, und falls wir uns jetzt einmischen, ne? Ja, was heißt einmischen? Nein, ihr sollt euch, also diesen Konflikt zwischen Grove, da mische ich niemand an, das ist mein. Nein, mit den Maxis. Wenn sich die Maxis bei uns einmischen, wenn die jetzt die Maxis auf die Route holen, ja, und die da irgendwas machen, ist mir das auch noch egal. Es geht mir darum, dass ich, wenn die Maxis der Meinung sind, zu sagen, das gehört jetzt mit uns, und wenn ihr die Route haben wollt, müsst ihr uns mitficken. Darum geht's mir. Okay, wie wollt ihr die Route handhaben später? Die Route wird meinerseits so laufen, dass die Leute, die drauf sind, erstmal nichts bezahlen, weil das bis jetzt Parteien sind, die mir so Vorteile bieten. Bei euch ist es für mich aufgrund von einer langen Geschäftspartnerschaft ein Ding, warum ich euch da ohne irgendwas zu machen drauf arbeiten lasse. Einfach nur, weil ich genug nebenbei von euch bekomme. So zum Beispiel, du hast mir gestern den Arsch gerettet und so weiter und so fort. Da ist mir das am wichtigsten. Genauso wie ich von euch Informationen bekomme, weil ihr auch einfach sehr, sehr viele Informationen selber bekommt. Wenn sich zum Beispiel irgendwas gegen die Route richtet, weil ich bin nicht mehr wirklich darauf aus, die Route zu melken, sondern einfach nur mir in Zukunftssicht eine Existenz damit zu halten, dass mir die keiner wegnehmen kann. Das ist mein Plan dabei. Deswegen ist auch der Kiez drauf. Ja, weil der Kiez kann mir auch sagen, wenn sich da irgendwas anbahnt, weil die auch sehr viel mitbekommen in der Stadt. Und so würde ich das erstmal handhaben. So, und wenn das mit dem Maxis tatsächlich so kommen würde, dann würdet ihr den Teil der Route bekommen, den die 56 hatten, und dann könnt ihr mit eurem Teil der Route machen, was ihr wollt. Weißt du was, Johnny? Hm. Wenn die Grove die Maxis auf die Route holen, wir machen keine Geschäfte mit dem Maxis, ne? Mit der Grove schon. Und die sollen ihr Scheiß selber mit den Yardies klären. Aber nicht mit dem Maxis, nicht nach gestern. Ne. Die Maxis haben nichts zu suchen. Rätschen. Sollen die auf die Route holen? Wenn, keine Ahnung, sind wir mit da. Ja. Weil wir keine Geschäfte mit der. Wir müssen gucken, dass wir Drohungen im Park bekommen. Ah. So läuft das da mit der Grove, das ist alles in Ordnung. Aber wenn die das dann unter sich aufteilen und dann so einen Kuschelrock-Konzern veranstalten, dann kommen wir
Wie gesagt, okay. Und ich kann mir halt vorstellen... Dann wird zum Business gekämpft. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass halt, wenn von dem hier spitz bekommen wird, keine Ahnung woher, das hat auch gesagt, was die Kuschen, aber der feine Unterschied zwischen uns liegt halt, weil ich kann mir vorstellen, dass die Grove halt sagen wird, jo, pass auf, genauso wie die 187 da das gemacht haben. Hast du das mitbekommen, was die gemacht haben? Mm-mm. Die haben den 49ers, wenn ich das mitbekommen, auf jeden Fall haben die einigen Parteien... Ach, den Roten, ne? Ja, haben die einigen Parteien teilweise noch runtergegeben, damit die gegen uns schießen, Digga. Ja. Und das ist ja nicht das, was wir machen. Im Endeffekt, die Grove ist mein Ding und selbst wenn ich gegen die verliere, ja, das kann euch ja egal sein. Okay. Weißt du, das kann euch ja wirklich scheißegal sein. Weil ihr habt kein Problem mit der Grove. Das ist ja egal. Und euch kann das ja in dem Moment egal sein, aber... Okay. Wenn die Maxis mit draufkommen und die Maxis mit uns, mit denen zusammen gegen uns schießen sollen, dann werde ich auch einen Teil meiner Ehre dann zur Seite legen, einfach nur, weil ich dann einfach ein bisschen business-wise denke. Weil ich mir das Gras-Ding nicht wieder nehmen lasse. Und ich habe auch keinen Bock darauf, wenn ich mal mit meinen Jungs, weil, Digga, wir verdienen gute Kohle, wenn ich mal, keine Ahnung, Casino-Urlaub oder sowas machen will, einfach mal ein bisschen Kohle auf den Kopf ballern, dass, wenn wir wiederkommen, Digga, in die Stadt und einfach wieder ein bisschen unsere Konten auffüllen wollen, dass wieder irgendeine Lappenpartei, Digga, die scheiß Route hat und ich wieder den gleichen Prozedere, was ich jetzt schon zweimal hinter mir wieder machen muss, Digga. Da habe ich langsam keinen Turn mehr drauf. Dass ich jedes Mal, nur weil die Leute nicht wissen, wer ich bin und was ich mache und was wir machen, dass ich jedes Mal wieder meine Eier beweisen muss, Digga. Da wollte ich eigentlich mal von weg. Das ist halt das Ding. Erstmal abchecken, ob das überhaupt stimmt. Guck mal, ne? Mischen die Mexis sich da ein, ist der Fall, ne? Dass die sich da einmischen. Dann haben wir kein Business mehr mit der Grove, weil wir kein Business mit Mexis machen. Genau, und dann haben die ein Problem, weil dann picken wir sie. Gut. Okay? Habt ihr jetzt noch das Business? Also, wie gesagt, ich weiß nicht, was meinst du jetzt mit Business mit der Grove? Nehmt ihr immer noch Sachen von denen an, oder was? Na klar. Haben die noch so viele Joints auf Lager? Boah, keine Ahnung, Johnny, sag du. Sag mal, haben die noch so viele Joints auf Lager? Ich kümmere mich nicht darum, der Jack ist da, der das macht. Wo ist der Jack da? Ja, der ist da. Das wäre eine sehr brisante Information für mich. Weil die labern mir seit einer Woche die Bulette auf den Schädel, hat die keine Joints zu Hause. Ja, den krieg ich nicht erreicht. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Wird die keine Joints kriegen? Ne, ich glaube nicht, dass die Maxis dazu holen. Das ist wie gesagt nur ein hypothetisches Ding, Mann. Wenn es dazu nicht kommt, dann wird unsere Geschäftsbeziehung einfach weiterlaufen. Wann haben wir das letzte Mal von der Grove Joints geholt? Vor 2 Wochen. Oh. Ja, okay. Okay. Dann kann das vielleicht sogar wieder angehen. Alles klar, danke. What's up, guys? Sup. Okay, der eine sagt mir jetzt 2 Wochen, aber kann natürlich sein, dass auch Jack oder so vor kurzem ist, ne? Im Endeffekt könnte es das sein. Ich glaube nicht, weil dieser komische Jax-Typ da die ganze Zeit im Arbeiten ist. der ist lustig, den haben wir den Roller da gefunden, wa? Finde ich auch. Wie gesagt, dann verbleiben wir dabei, wenn nichts passiert und die Grove, wie gesagt, einfach ihr Ding weiter probiert. Dann ist es für euch komplett irrelevant. Ja, das mit der Grove ist euer Scheißproblem so. Richtig. Ihr könnt weiterhin euer Ding einfach auf der Route so machen. Solange unsere Geschäftsbeziehung weiter so läuft, unsere Beziehung allgemein zwischen den beiden Parteien, ist das ja alles gar kein Problem. Wenn die Maxis auftauchen und der Meinung sind, diesen klassischen Move zu machen, ja, das ist jetzt unsere Route mit, wir verteidigen jetzt mit. Ja, dann macht aber Envy im Prinzip das gleiche, wie 56 und ihr das auch gemacht habt. Ne, da musst du quasi gegen quasi zwei Parteien kämpfen, weil die eine Hälfte gehört denen, die andere Hälfte denen. Da muss Emil das auch akzeptieren, dass die eine Hälfte durchgehört. Richtig. Das ist halt das Ding. Das ist halt genau das Ding. Muss akzeptieren. Ich hab's gesagt, ich wollte es ihm vorschlagen, Bro, aber nach der ganzen Geschichte gibt's das einfach nicht mehr, Bro. Ich werde ganz sicher nicht mit jemandem zusammen die Route führen. Ich kapier das doch nicht. MB meinte so, dem ist das egal, so. Der mag uns nicht. Da kann jeder drauf so nur ein bisschen vorher klären, ja. Ja, mach das doch nicht. Tankstellen von oder dem ist langweilig, Grund. Keine Ahnung. Oder ihr habt wieder reingekickt. Nee, haben wir nicht. Wir haben die komplett Bro, also wir haben gar keinen Bock auf die. Curtis, ich war so lieb zu dem, ne? Als wenn wir reinkicken. Wir waren noch nie so nett zu irgendeiner Gruppe, Mann. Ich hab noch nie mal im Leben gekickt. Nach dem 187 haben wir erst recht auf die gar keinen Also ich bin ehrlich, ich werde doch, also Johnny wahrscheinlich, ich werde damit sein. Wir werden irgendwie mal fragen, was das mit dem Maxis da auf sich hat. Ja, und ich werde den, weiß nicht, ich denke mal, Johnny wird dem das aussagen, ich werde dem das aussagen. Wir machen kein Business mit denen. Ja. Warte, da sind die mit dem Schal, oder? Wir machen kein Business mit Mexikanern. Aber macht ihr, seid ihr jetzt gar nicht selber auf der Grasroute unterwegs? Na, wir lassen arbeiten. Aber ja, okay, ein paar Stück von uns gehen vielleicht mal zwischendurch arbeiten. Okay. Wie gesagt, weil ihr müsst halt auch überlegen, ne?
wenn ihr, ja, weiß nicht, also die Grove wird euch auch irgendwann halt keine Jobs mehr geben können, ne? Müsst ihr auch mal drüber nachdenken. Aber dann dürfen wir selber auch da drauf, ne? Ja, na klar, Bro, darum geht's mal. Also das dürfen wir von denen. Ach, das dürfen, ja, Bro, es ist mir aber mittlerweile egal, was, Digga, das sind nicht. Ich sag dir nur, wie die Konditionen von denen und uns sind. So wir beziehen Joints von denen, wir können zu jeder Zeit da arbeiten, wann wir wollen. Und wenn die keine Joints mehr haben, können wir uns die selber organisieren. Und eigentlich, war dem, das egal. Der hat nur gesagt, der will vorher abchecken, wer da drauf kommt. Wie gesagt, der hat bei mir reingeschissen. Wann hast du das letzte Mal Joints bezogen von den Gröflern? Wann hast du das letzte Mal gefragt? Oh. Da war ein Schuss. Ich will einfach nur wissen, ob die Joints am Start haben oder nicht. Wenn wir Fragen haben, okay, kannst du die mal fragen und kannst auch fragen, ob die, weiß ich nicht, 50 Stück oder sowas haben gerade? Frag mal nach 70, dass wir... Nee, 70 ist so obvious, Bro. Ja, okay, dann nicht. Oder 100? 75. 100 klingt wieder gut. Schwabbel. 100 ja. Braucht ein bisschen. Jo. Sind das dahin? Also wenn wir Joints für den haben wollen, dann... Was für ein Lappenverein, echt, ey. Hinter dir. Okay. Ich kreis mich echt ein, Alter. Was ist Witz, wenn wir dir fragen, ob die jetzt in nächster Zeit... Warum willst du die denn fragen? Nee, egal. Nee, alles gut, scheiß drauf. Also ja. Gut, weiß ich Bescheid, danke. Das klären wir, aber trotzdem... Machen Sie, Dude. Wie gesagt, von uns aus könnt ihr auch drauf. Boah, das war ja auch klar, ne? Ja, wenn du mir jetzt gesagt hättest, ich dürfte da nicht drauf, Junge, dann hätten wir. Also, ich meine natürlich nur, wenn du. Dann hätte ich meine Mutschatzes mal hingerufen. Außer bei Wech. Ich glaube, das wäre ein wilder Kampf. Hättest du dann die anderen Elfrentiere geholt? Hase, hast du Luftpumpe bei? Ja. Eine Weihnachtsmaschine schon nehmen. Als wenn ich nicht ohne Luftpumpe rumlaufe. Super. Kannst du die Maus mal anzünden? Ich sag, das stimmt eh nicht. Ja, kein Problem. Danke. Ja. Und wenn Embi sagt, okay, das stimmt, die kommen auch mit auf die Route drauf, wir teilen uns die, dann, ja. Aber die lassen gerade echt momentan jeden irgendwie auf die Route, ne? Jetzt habe ich vorhin gehört. Ja, außer uns. Und ich habe gerade die Information bekommen, dass irgendwelche 28-Typen da auch drauf sind. Ja, das, die gehören zu uns. Ja, die gehören zu uns. Die, das sind meine Route Guards, die fahren für mich die Route ab. Ja, weil die... dürfen dafür arbeiten. Die haben Welle gemacht bei jemandem von uns. Ja, wie gesagt. Und haben gefragt, wer der ist. Und okay, bewohnen die. Hätte er gesagt, sag einfach deinen Jungs, wenn die gefragt werden, dass sie zum Jungi-Park gehören, dann passt das. Fertig. Die halten nur gerade von mir. Wo immer dieser Stress wegen der Route, ne? Wer sind diese 28-Typen? Das ist eine Gang aus dem Norden. Ich kenne deren OG und ich möchte einfach mal gucken. Weißt du, das Ding ist, wir haben hier viele kleine Parteien, wo ich viel Potenzial sehe. Ne? Nur denen fehlt es halt an Cash und so weiter. Und ich würde halt einfach gerne sehen, wie die sich entwickeln bei sowas. Und das ist halt eine Aufgabe, die bewältigen können. Ne? Auf eine Route aufzupassen, mir zu sagen, wenn die Grove da drauf rumfährt oder irgendwer, der nicht hingehört. Das machen die Vatos ja auch gerade. Für mich tatsächlich. Was mit denen aus Rancho? Ach Digga, die aus Rancho, das sind nur meine Nachbarn. Ich will nur nicht, dass sie mir gesagt sind. Die wollten mich gestern hochnehmen. Das wissen wir ja. Haben die brennenden Mülltonnen nicht gesehen? Ja. doch. Also. Junge, ich stelle hier bald einen brennenden Streifenwagen vor meine Straße, Junge. Das reicht mir hier. Gibt's nicht mehr. Ich glaube, ich beantrage ein Spiel. Ich will ein Spielstraßenschild haben. Übrigens hat der Aschenbecher mich angerufen, Juni, ne? Der Paxton ist noch bis... Ja, diese Ascher, oder wie die heißt. Oh, ja. Der Paxton ist, glaube ich, noch bis zum 25. im Knast. Bis 5 Uhr morgens. Na, ihr Hit. Nee, wie gesagt, das wird sich klären, wenn ihr darauf arbeitet, sagt einfach, wo ihr zugeht und passt hat. Die Vatos und die Twentiet wissen da Bescheid eigentlich. Ja, die sollen nicht hoffen. Wer zum Teufel ist Vatos? Vatos irgendwie krumm kommt, wie du nicht die Vatos Lukas? Ach, die hast du Westhalt. Sancho. Genau. Soll erstmal ein Stimmbruch. Die bei uns gegen Baum gefahren sind. Ja. Weiß ich nicht. Aber die sind umgezogen. Naja. Aber die sind auch nicht dumm, Digga. Turf weg. Hä, klar, Digga. Was juckt mich das denn? Maschallah, ich fahr mit Supersportern rum. Mhm. Lest nur mal den Wikipedia-Beitrag. Ach, stimmt, ja. Sorry, ich hab in der Gangler-Kunde habe ich ein paar Fehlstunden.
Ich war bei der bei dem Thema Realness war ich nicht da. Aber das ist ja eh nichts Neues hier. Nee. Gut, wisst ihr Bescheid? Wissen wir Bescheid. Gut, macht alles klar. Machen wir es mal. Ich hoffe, die Maxis kommen, ja, ich würde gerne da. So, und noch schlimmer. Ah, süßer Zentrum, by the way. Danke, danke. Immer diese scheiß Route. Ehrlich. Gehst du schlafen? Gehst du schlafen? Nicht gar, aber ja. Dann schlaf halb so gut. Eba. Du hast voll den Leuchtebauch. Na Crew, Digga, wie geht's? Sag schon. Boah, die mit der scheiß Route, ne? Beste Typ hier. Leo. Was? Also. Die Mama mit der verkackten Route, Alter. Ey, ich find's halt gut. Halt's mal. Der Leo will für uns arbeiten. Ficken. Was? Guck mal. Wow. Jack. Ja. Der Leo möchte gerne bei uns anfangen. Wer? Ticker. Ich, Leo. Bruder, das Ding ist, ich hab gestern hier angefangen zu verkaufen, einfach so, weil ich Stoff gefunden hab. Wow, Blatter. Für 500. Nee, mach das nicht, bist du verrückt? Warum nicht? Es gibt feste Preise. Okay. Patrick, nochmal für 500 Stich, muss ich abstechen. Ey, beruhig dich, Jack, das ist mein Cousin, du Bruder, ich gar kenn die ab. Preise nicht, was soll ich machen? Hier sind Leute angetanzt, die haben gesagt, yo, hast du was? Na klar, hier. Für wie viel hast du Koks verkauft? 500. Wie viel ist Koks-Kurs? Ja, Koks, okay. Ist 500. Ja, aber Giants habe ich auch für 500, weil ich keine Preise habe. Die ist doch 450 schon, nicht? Ja. Ja. Ja, der 15, aber dann macht er nächstes Mal 4 billiger. 50. Was ist denn Juni? Was ist denn da hinten? Oreo-Schiss. Max ist vom Fahrrad gefallen. Wie? Ich geh den aus. Also, ich kann euch lieber auf Haha! Wer liegt da? Hallo? Hallo! Oh nö. Pff, Bruder, nicht bitte. Bist du eine Lion? Da redet Bruder. Keiner. Gut. 555? Ja. 889? Ja. 68? Abbesinne sie. Ja. Und die 1? Oh, eine 31. Du laberst immer nur, das klingt nicht so geil.
Ruhe. Mein Klicken ist schön. Egal, ich laufe barfuß rum. Ich habe keine Schuhe. Hallo? 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 Perfekt, den Müll rausgebracht quasi. Natürlich. Ich hab keine Schuhe. Ja, das wollte ich dich gerade fragen, warum? Weiß nicht. Brauchst du welche? Ja, aber keine goldenen. Ja, dann geh zum Klamotten an. Halt's Maul. Fahr doch keine. Mit dem Clowns-Auto dorthin. Du kannst mich Huckepack dahin tragen. Schwierig. Bah, warum rülpst du mich jetzt an? Bah. War der Hamburger. Das war das Mädchen. Wieder Frage ist gar nicht da. Ah, die Zwiebeln riecht man. Oder der Jax. Hat Juni gesagt, wie lange du brauchst? Nein. Nee. Hm? Was brauchst du von dir? Hallo, wir haben ja Zombie im Park. Zombie? Ja. Der muss doch wieder gequatscht werden, die ganze Scheiße. Boah, ich hab keinen Bock, ne? Welchen Zombie? Der Zombie. Ah, ja. Aber was dauert noch ein bisschen, oder nicht? Wie? Ja, Halloween. Schatz, sollen wir Geister gucken? Geister spielen? Ja. Mit Lucky und Dembo und Mila. Ich glaub, die zocken. Nee, ich war auch was. Ich will gleich. Gehst du einkaufen? Gleich. Aber ich hab Angst, ne? Das war ein bisschen gruselig letztes Mal. Ah, gut, ich geh doch nicht. Hab was bekommen. Hallo? Welche? Hallo? Ja. Dann sagt dem Johnny, der musste den MB anquatschen, ne? Wofür? Ja, wir wollten abklären, ob das überhaupt stimmt, was da geredet wurde. Gut. Ja, sag ich ihm Bescheid. Aber ich geh schlafen. Wie? Ja, schon. Super Nintendo. Ach, Geisler. Ach, nee. Du, ich hab keine Lust, rumzustehen. Immer diese Ihr seid alle so lästig. Halt die Klappe. Du bist meine Tante. Lästig. Nö. Der macht mit dir, holt die Kerzen raus, macht Romantik mit Mila. Warum hör ich den immer noch? Keine Lust auf Teamspeak-Probleme jetzt rumstehen. Der.